Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe zahlreich anwesende Stadtverordnete, sehr geehrte Vertreter und Vertreterinnen der Kammern, vor allen Dingen aber liebe Marburger Unternehmerinnen und Unternehmer, herzlich willkommen an Sie alle heute Abend hier im Saal unter sehr speziellen Bedingungen und deshalb auch an Sie alle, die heute bei dem feuchten Wetter durchaus nachvollziehbar das Ganze vielleicht lieber zu Hause auf einem Bildschirm betrachten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Frequenz von Videokonferenzen in meinem Tätigkeitsbereich hat sich doch drastisch gesteigert und bislang weigern wir uns hartnäckig, den Digitalisierungsgrad der Verwaltung wieder zurückzunehmen, auch wenn es solche Bestrebungen gibt. Und ich glaube, das ist bei Ihnen nicht anders. Krise hat auch manchmal Entwicklungsschübe in sich, die wir nicht erwartet haben. Schön, dass Sie hier sind. Eigentlich wollten wir Sie ja alle schon im Mai hier treffen und hatten für Mai das zweite Marburger Wirtschaftsforum hier im Erwin-Piscator-Haus geplant. Dann damals hatten wir das Thema Klimaschutz ins Auge gefasst, weil, als wir das vorbereitet haben, der Klimaschutz tatsächlich eines der wichtigsten, herausforderndsten globalen Themen ist, in dem wir alle vor Ort schauen müssen, wie wir die Klimakrise gemeinsam bewältigt kriegen. Und ich glaube, das ist inzwischen auch überall angekommen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir hatten einen äußerst interessanten Referenten und wir haben das jetzt ein bisschen vertagt und kommen darauf zurück auf jeden Fall. Mit den Marburger Klimaschutzzielen wollen wir auch Sie dafür gewinnen, sich daran zu beteiligen und die Vorteile deutlich machen. Die Veranstaltung war weitgehend vorbereitet, dann musste alles abgebrochen werden, weil auch wir in der Verwaltung auf einen Schlag ganz andere Prioritäten hatten. Ich hoffe, ich denke, es ginge Ihnen allen genauso. Corona hat auf einen Schlag unsere Welt vollkommen verändert. Für Unternehmer, für manche der fassungslose Blick auf Auftragslisten, die auf einen Schlag auf Null saßen. Das tägliche Suchen nach öffentlichen Hilfen, ja, es wurde eine Menge getan, aber man musste es auch finden und den Antrag, die Sorge um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch um die eigene Existenz. Und selbst die Unternehmen, die in dieser Zeit noch gute Umsätze machen konnten, mussten sich um ihre Lieferkette sorgen. Auf einen Schlag merkten wir, dass Globalisierung nicht nur schön ist, sondern auch ein Risiko darstellen kann, das uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten, jedenfalls in dieser Form, dass die internationalen Märkte stillstehen, überhaupt nicht vorstellbar gewesen ist. Gleichzeitig aber, und das fand ich sehr bemerkenswert, und das ist mir an vielen Stellen begegnet, gleichzeitig gab es in fast jedem Unternehmen eine Suche nach Lösungen, nach einem Ausweg aus der Umsatzmisere, nach neuen Geschäftsideen, manchmal ganz neuen Konzepten und anderen Prioritäten. Und in manchen Unternehmen sind Konzepte, die schon lange in der Schublade lagen und wo man gedacht hat, naja, irgendwann mal oder auf kleiner Flamme angegangen wurden, plötzlich oberste Priorität. Ich glaube, wir haben in der Stadtverwaltung der Stadt Marburg die Zahl der Homeoffice-Arbeitsplätze binnen ziemlich kurzer Zeit vervierfacht, fünffach, achtfacht. Ich kann dir das gar nicht sagen, aber wir können inzwischen fast die halbe Verwaltung nach Hause schicken und alles läuft weiter von zu Hause aus. In Marburg und der Region sind die Akteure der Wirtschaftsförderung in dieser Zeit noch enger zusammengerückt. In eng getakteten Gesprächen zwischen der Stadt, dem Landkreis, der Agentur für Arbeit, den Kammern sind wir eng beisammen geblieben. Wir haben uns für die Unternehmen und für die vielen Soloselbstständigen die Unterstützungsangebote aufbereitet und jedenfalls versucht, unserer Rolle als Lotse für sie angemessen gerecht zu werden mit Informationsseiten im Internet und mit einer ständig erreichbaren Hotline in der Stadt, weil das war auch ein bisschen unübersichtlich mit teilweise wöchentlich, teilweise mehrmals pro Woche sich ändernden Verordnungen. Wir sind, glaube ich, inzwischen bei der 18. Änderungsverordnung, die
gilt jetzt schon ein paar Wochen. Da kann man sich rückwirkend nochmal klar machen, wie das am Anfang Schlag auf Schlag ging. Und jedenfalls, was unseren Teil ging, haben wir uns, ich will mal sagen, durchaus gesehen, wo unser Auftrag ist, um die Wirtschaft in Marburg, in der Region, so gut es geht, da durchzubringen. Die Mieten für gewerbliche Räume wurden von der Stadt und ihren Töchtern sofort gestundet. Gebühren für Sondernutzung in der Gastronomie erlassen. Das Stadtmarketing hat quasi über Nacht das Projekt Marburg-Liebe aus dem Boden gestampft und damit sehr schnell gerade den besonders betroffenen Einzelhandel und Gastronomie 200.000 Euro Liquidität in Form von Gutscheinen, die man dann irgendwann später einlöst, beschafft. Universitätsstadt hat im Lockdown sehr schnell, ja, ich muss sagen, das war schon ein Husarenritt, innerhalb von 19 Tagen ein solches Programm aufzustellen und das auch noch haushaltsrechtskonform, weil der Bund und das Land, die machen sich in solchen Fällen zur Not die Gesetze passend. Das können wir ja gar nicht. Haushaltsrechtskonform das Programm Marburg miteinander geschnürt mit über 3 Millionen, ein ganz ordentliches Volumen, gerade das Stadtgeld mit über 1,5 Millionen, die ausgezahlt wurden und mit einem Verstärkereffekt, wenn wir uns die Auskünfte der Unternehmen angucken, unmittelbar Faktor 3, aber in der Gesamtheit wahrscheinlich noch deutlich mehr. Wir gehen davon aus, dass dadurch, dass die Leute überhaupt wieder in die Stadt kamen und überhaupt wieder mutig wurden, die Stadt zu bevölkern, wir eine zweiständige Größenordnung von Umsatz wieder herbeigeführt haben, bei dem wir glauben, dass sie sonst nicht eingetreten werden. Aber natürlich zahlreiche weitere Projekte, die Schritt für Schritt eintreten. Wir fördern seit Neuestem als Bestandteil bauliche Maßnahmen zur energetischen Sanierung, als eine Maßnahme, die die Bauwirtschaft auf Level halten soll, aber auch mit vielen anderen Projekten, die noch in der Umsetzung sind. Man soll sich ja nicht selber loben, aber der Präsident des Einzelhandelsverband Hessen Nord meinte jedenfalls, dass wir bundesweit Maßstäbe gesetzt haben. Den zu zitieren, finde ich dann schon an der Stelle in Ordnung. Wir sind auch noch nicht fertig. Viele unserer Projekte wurden andernorts kopiert und wir achten sehr darauf, sehr zeitnah zu reagieren. Wir fahren auch im Fortgang der Corona-Krise und die wird uns ja noch mindestens bis zum nächsten Frühjahr begleiten. Da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Und die Frage ihrer mittelfristigen Auswirkungen auf Wirtschaft und Konjunktur kann im Moment ohnehin noch niemand absehen. Wir fahren auf Sicht und wir sind für jede Rückmeldung, die unsere Sicht aufklaren hilft und die uns hilft, adäquat zu reagieren, sehr, sehr dankbar. Unter dem Eindruck der tiefgreifenden Veränderungen, die die Corona-Krise an ganz vielen Stellen auf die Wirtschaft hatte, haben wir uns deshalb relativ schnell entschieden, den heutigen Abend thematisch umzustellen und unter das Thema die Wirtschaft nach Corona zu stellen. Wir wissen, Unternehmen und Unternehmer setzen sich nicht hin und gucken ein Problem an und warten, bis es von alleine weggeht. Sie packen an, sie lassen sich was einfallen, sie legen los. Krise ist immer auch ein Stück weit Chance. Und genau auf dem Weg möchten wir miteinander sprechen und schauen, wie wir den gemeinsam gehen können. Dem Programm haben Sie bereits entnommen, was uns in den nächsten 2 Stunden erwartet. Die Hygienevorschriften haben uns eine illustre Sitzordnung beschert, wenn Sie sich umschauen. Und sie hält uns leider davon ab, eigentlich ja die halbe Miete bei einer solchen Veranstaltung, das Networking hinterher, das muss leider ausfallen. Wir bitten dafür um Verständnis. Wenn die Zeiten es wieder zulassen, werden wir auf jeden Fall an dieser Stelle zu alter Form zurückkehren. Bereits an dieser Stelle möchte ich meinen herzlichen Dank an all die Gäste sagen, die nachher mit auf dem Podium sitzen werden und gemeinsam die Frage diskutieren, wie wir weiterkommen. Allesamt gestandene Unternehmerinnen und Unternehmer,
viele in der Region gut bekannt, die mit Mut, Zuversicht und Innovationskraft die Lage in den letzten Monaten gemeistert haben. Und wir sind sehr gespannt, wie sich das heute Abend zusammenfügt. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Claudia Sanowski, die uns heute durch den Abend führen wird. Herzlich willkommen, liebe Frau Sanowski. Dankeschön, Herr Dr. Spiel. Ich freue mich mit Ihnen allen auf einen spannenden Vortrag. Ich bin selber sehr, sehr neugierig auf dem Weg in die Post-Corona-Wirtschaft, in der Post-Corona-Stadt, und wünsche Ihnen allen viel Spaß, interessante Erkenntnisse und eine spannende Gesprächsrunde. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute alle hier sind. Vielen Dank, Herr Dr. Spies. Spätestens seit jetzt wissen wir, warum solche Bühnen einen Aufgang und einen Abgang haben. Aber das kriegen wir gut organisiert. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Claudia Sanowski. Ich bin Ihre Moderatorin für heute Abend. Unter Corona-Bedingungen, wir haben es eben schon von Herrn Dr. Spies gehört, ist der Ablauf ein wenig anders, als wir das alle gewohnt sind. Beispielsweise wird es uns heute nicht möglich sein, Sie mit Fragen aus dem Publikum mit einzubinden. Aber Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber heute, das Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung, namentlich Herr Dr. Stefan Blümling, Anna Kaczmarek-Kolb und Christina May, freuen sich natürlich im Nachgang auf Fragen und auch auf Feedback. Sie werden in Ihren Mappen einen Feedbackbogen finden, den wir Sie bitten, am Ende abzugeben oder per E-Mail einzureichen. Die E-Mail-Adresse dürfen Sie gerne mit Ihren Kugelschreibern schon mal notieren, wirtschaft@marburg-stadt.de. Zum Ablauf des heutigen Abends. Wir hören gleich ein Impulsreferat von Andreas Steinle, Leiter des Zukunftsinstituts Workshop in Frankfurt, zu der Frage, wie sich Unternehmen fit machen können, auch und besonders in diesen Zeiten. Anschließend erfahren wir in einem kurzen Film, wie zwei Marburger Unternehmerinnen und Unternehmer, Anna Kochanow-Jansen, von der übrigens der wunderbare Blumenschmuck ist, Inhaberin der Botanik hier in Marburg, und Martin Meyer, Geschäftsführer der Metzgerei Meyer 3, wie sie die Corona-Zeit und die damit einhergehenden Veränderungen und Veränderungsnotwendigkeiten erlebt haben. Die anschließende Podiumsdiskussion schließlich lässt uns noch tiefer ins Thema einsteigen. Wir erfahren, wie Unternehmen aus der Region ihr Geschäftsmodell angepasst, neue Arbeitsweisen eingeführt haben oder wie auch Gründen von Unternehmen in diesen Zeiten funktioniert. Bevor wir starten, erlauben Sie mir noch ein paar technische und organisatorische Hinweise. Die Veranstaltung wird live über die Website der Stadt Marburg gestreamt und die Aufzeichnung kann dort auch im Nachgang noch angeschaut werden. Und wie gerade schon erwähnt, in den Mappen finden Sie den Ablaufplan der Veranstaltung und auch den Rückmeldebogen. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie am Ende der Veranstaltung, am Ausgang, die kleine Box, die dort stehen wird, auf einem Stehtisch für die Ablage Ihres ausgefüllten Bogens benutzen. Nun zu unserem Impulsreferenten des heutigen Abends. Andreas Steinle hat 2014 das Zukunftsinstitut Workshop GmbH, eine Schwestergesellschaft des Zukunftsinstituts, gegründet. Er berät mit viel Herzblut und Leidenschaft Unternehmen in Fragen ihrer Zukunftsfitness. In seinem Buch Zukunftsmut beschreibt er gemeinsam mit seinem Co-Autor Karl Norton die vier Elemente des Zukunftsmuts, der für Innovation so bedeutsam ist. Das sind Zuversicht, Selbstwirksamkeit, Widerstandskraft und Optimismus. Lieber Andreas Steinle, herzlich willkommen beim zweiten Marburger Wirtschaftsforum. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ganz herzlichen Dank für die Einladung heute Abend hier. Ich will Ihnen natürlich Zukunftsmut machen. Ich denke, wir haben auch guten Grund dafür. Sicher wird es noch stürmisch bleiben in den nächsten Monaten. Der Vortragstitel lautet optimistisch die Wirtschaft nach Corona. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir den so ein bisschen korrigieren und dahingehend drehen zu sagen, die Wirtschaft mit Corona. Wir haben zwar über 3.500 Studien mittlerweile zu Corona-Impfstoffen draußen weltweit, viele sehr vielversprechend, viele in den
Tests an Menschen bereits in großen Mengen. Also wir können sehr darauf hoffen, dass auch schnell eines sozusagen das Rennen macht. Aber bis sich das um die Welt verbreitet hat, werden wir doch noch eine Weile mit Abstandsregeln, mit Aufflackern von Viren sicherlich noch zu tun haben. Von daher seien wir optimistisch, aber stellen wir uns darauf ein, noch ein paar Monate durch sehr stürmische Zeiten zu gehen. Und wir haben es nun mal mit einer veritablen Krise zu tun. Die größte, die Deutschland in der Nachkriegszeit in dieser Art und Weise so zu durchleben hat. Es kann Angst machen und das ist auch nicht schlimm, weil Angst gehört dazu. Wer keine Angst hat, ist nicht überlebensfähig. Das sagt uns Arvid Fox, ein populärer Polarforscher, der differenziert zwischen Angst und Panik. Angst ist ein biochemischer Prozess, der evolutionär durchaus seinen Sinn macht. Wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir nicht klug mit Risiken umgehen. Wenn wir nicht Respekt und durchaus auch Angst vor dem Unbekannten hätten, würden wir nicht die notwendigen Vorkehrungen treffen. Dinge im Vorfeld durchspielen, Sachen auf Herz und Nieren prüfen. Und gute Unternehmer machen das, genauso wie Polarforscher. Und das macht den Unterschied zwischen denen, die überleben und denen, die ja, unter Umständen dann von der Antarktis nicht wiederkommen. Panik ist etwas anderes. Panik, das macht uns blind. Panik lässt uns hektisch irgendetwas machen, was womöglich nicht ganz so sinnvoll ist. Und genau das macht den Unterschied zwischen guter Angst und schlechter Panik. Also wir sollten Respekt haben, wir sollten durchaus alle Risiken sehen, versuchen so viel wie möglich im Vorfeld abzufedern, Sicherheitsnetze einziehen, aber dann haben wir auch die beste Vorbereitung getan, um nicht panisch zu werden. Von daher ist die beste Krisenprävention die, die lange vor einer Krise da ist. Also im Idealfall hat man sich als Unternehmer natürlich schon vor dieser Krise ein bisschen krisenfest gemacht, in dem Sinne, dass man eine Innovationskultur in seinem Unternehmen gebildet hatte, dass man eine Unternehmenskultur mit Teams gebildet hat, die schnell und agil sind, um das, was jetzt passiert, auch besser abzufedern. Darauf will ich in meinem Vortrag eingehen, wie sich dies unterstützen lässt und natürlich auch, was wir in dieser besonderen Situation jetzt machen können und worauf man den besonderen Blick auch lenken sollte. Wir nennen es das Korruzieren, was jetzt gerade passiert. Das war ein Begriff, den das Manager-Magazin kürzlich genutzt hatte, um eine Art neues Zeitalter auch einem Namen zu geben. Und vieles, was jetzt oder in den nächsten Jahren Standard sein wird, das hat sich schon zuvor angedeutet im Sinne eines, da bricht eine neue Ära an. Eine neue Ära, wo das Thema der Digitalisierung eine ganz andere Rolle spielt. Eine neue Ära, wo auch das Thema Nachhaltigkeit eine ganz andere Rolle spielt. Und eine Ära, wo Innovation eine viel größere Bedeutung und Wichtigkeit hat. Das Erste, was, denke ich, alle Unternehmen tun mussten, war schnell zu handeln und schnell innovativ mit neuen Ideen sich an diese besondere Situation anzupassen. Ein, zwei Beispiele dazu. Hier, finde ich, hat das wunderschön ein Restaurant aus Amsterdam gelöst, in dem es diese kleinen Gewächshäuser im Außenbereich aufgestellt hat. Das ist nicht nur Corona-safe, das ist nicht nur virensicher, sondern erzeugt auch noch eine besonders schöne Atmosphäre und hat etwas sehr Romantisches. Und man sehen kann, dass die Notwendigkeit, etwas zu ändern, durchaus auch die Dinge verbessern kann oder ein besonderes Erlebnis bieten kann. Gerade die Gastronomie ist natürlich zur Neuerfindung besonders aufgefordert. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat kürzlich eine Umfrage gemacht. Über 60% der Gastronomen, Hoteliers sehen sich in ihrer Existenz gefährdet. Und viele müssen neu denken, müssen ihr Geschäftsmodell umkrempeln. Bleiben wir mal so in diesem Bereich der Lebensmittel und beschäftigt eben ja auch viele. Auch die Konditoren hatten so ihre Probleme. Alle die ja natürlich auch mit viel weniger Besuch, viel weniger Umsatz zu kämpfen hatten.
Hier war ein Konditor so findig und hat dieses wachsende Bedürfnis nach Klopapier. Ich weiß gar nicht, wie man das so psychologisch erklären kann, dass ganz Deutschland Klopapier horten wollte. Aber er hat auf jeden Fall dieses Bedürfnis sehr schnell aufgegriffen und Klopapiertorten ins Programm genommen, die ihm dann, ähnlich wie das Klopapier im Supermarkt, auch aus der Hand gerissen wurden. Auch das darf man nicht unterschätzen. Humor ist ein Mittel von Krisenbewältigung. Wenn wir über die Dinge lachen, dann haben sie uns quasi nicht mehr im Würgegriff. Es ist befreiend. Humor hilft immer und ich glaube, er hat damit auch ein sehr menschliches und substanzielles Bedürfnis bedient. Andere Branchen neben der Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, die dies wirklich knüppeldick getroffen hatte, das war auch die Veranstaltungsbranche. Von daher, wie schön ist es, dass wir heute hier eine Veranstaltung haben, eine Live-Veranstaltung mit Live-Publikum. Es sind zwar nicht so viele hier, aber trotzdem ist es 10.000 Mal schöner, als zu Hause vor einem Computer zu sitzen. Und ich hoffe, dass auch die Menschen zu Hause vor ihrem Computer ein bisschen auch die Live-Stimmung mit nach Hause nehmen können. Es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Was Sie auf dem Bild sehen, werden wir natürlich erstmal nicht ganz so schnell haben. Also gefüllte Fußballstadien mit 80.000 Menschen, riesige Rockkonzerte. Und genau auf diesem Feld war die Firma Protect spezialisiert, nämlich Sicherheitsservices für Großveranstaltungen zu liefern. Das brauchte natürlich kein Mensch mehr. Aber auch hier war man sehr schnell sehr innovativ unterwegs mit einer kreativen Lösung. Was man gesehen hat, dass viele Geschäfte, viele Institutionen wie Krankenhäuser und größere Betriebe eben einen besonderen Sicherheitsschutz benötigten, beispielsweise Fiebermessen, also vor dem Eingang, um zu gucken, ob Menschen möglicherweise mit Corona infiziert sind. Also hat man die Sicherheitsleute hier sehr schnell umgeschult für das Thema Fiebermessen als Einlasskontrolle, zu gucken, ob auch nur die zulässige Zahl von Menschen in ein Geschäft, in eine Firma oder einen anderen Ort hineingeht, und konnte sich über diese clevere Idee sehr schnell ein neues Einsatzfeld ihrer Sicherheitskräfte realisieren. Also Schnelligkeit, Kreativität, auch Mut sind auf jeden Fall sehr notwendige Bestandteile, um in einer Krise durch eine Krise zu kommen und auch zu akzeptieren, wie die Dinge nun mal sind. Also so wie dieser Sicherheitsservice für Großveranstaltungen realisieren musste, kein Mensch interessiert sich gerade für unser Produkt, so galt es genauso auch für uns. Unser Zukunftsinstitut Workshop GmbH berät Unternehmen bei Innovationsprozessen. Und was wir sehr viel machen, sind Trendexpeditionen. Wir sind quasi auch ein Stück weit Reiseorganisation. Wir gehen also mit Managementteams auf Tour, beispielsweise durch Amsterdam, London oder Berlin, und gucken uns vor Ort Pionierunternehmen an, sprechen mit Start-up-Unternehmen, erkunden vor Ort, wie Wandel, wie Veränderung passiert. Versuchen dabei auch immer vieles auszuprobieren. Hier sieht man mich selber mal beim Testen eines neuen Hotelkonzeptes, nennt sich Hüttenpalast in Berlin. Hat man so eine alte Fabriketage leergeräumt und dann diese herrlichen Wohnwägen aus den 50ern und 60ern hineingestellt und hat so eine schöne Cross-Innovation realisiert, die Indoor-Camping ermöglicht. Man wird nicht nass, wenn es regnet, aber hat trotzdem diesen sehr witzigen und lässigen Lifestyle, den man sonst nur auf dem Campingplatz hat. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Trendexpeditionen können wir nicht mehr anbieten, will keiner mehr buchen. Ähnlich natürlich auch so Innovationsworkshops wie diesen hier. Da ging es um die Zukunft des Badens. Was wir machen, wir holen viele verschiedene Leute zusammen, die mit vielen verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema blicken. Und wir versuchen es immer sehr hautnah zu machen. Also hier legen wir die Leute dann auch mal in die Badewanne selber, um drüber nachzudenken, wie eine Badewanne der Zukunft aussehen kann. Auch das quasi nicht mehr verkäuflich. Ja, und unsere eigene erste Tat war auch hier, das zu erkennen, radikale Akzeptanz. Das wissen wir auch aus der Resilienzforschung. Also das, was Menschen die Widerstandskraft gibt, durch Krisen zu gehen. Und der erste Schritt ist, diese Akzeptanz zu entwickeln, für sich zu realisieren, es ist nun mal so, wie es ist, mit all dem Schmerz, der dazugehört. Weil erst dann öffnet sich unser Kopf auch dafür, dass man in eine neue Richtung startet, dass man
sich was Neues einfallen lässt. Und viele, glaube ich, fragen sich jetzt auch noch, wann wird es so sein wie früher? Und wenn man ehrlich ist, muss man sich die Antwort geben, es wird nie wieder so sein wie früher. Natürlich werden wir dieses Coronavirus irgendwann in den Griff bekommen. Aber was einen Impuls für Digitalisierung ausgelöst hat, wie sich Verhalten von Menschen verändert hat, das wird sich nicht wieder zurückdrehen lassen. Von daher wird es niemals wieder so sein, wie es vor der Krise gewesen ist. Und das zu erkennen, das ist der erste Schritt, um dann auch innovative neue Richtungen zu gehen. Das Virus wirkt also wie der Beschleuniger eines großen kulturellen Wandels. Es hat vieles angeschoben, was zuvor schon im Kleinen begonnen hatte, was dann aber nochmal mit dem Faktor 10 weitergetrieben wurde. Als allererstes sicherlich die Digitalisierung, aber auch noch viele andere Entwicklungen, die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden umgehen, die Art und Weise, wie Innovation entsteht. Und wie dieses Virus als Beschleuniger von kulturellem Wandel wirkt und welche Dynamiken es voranschiebt und wo sich dann auch Innovationsmöglichkeiten für eine Anpassung an diese neue Situation ergeben, das möchte ich in meinem Vortrag schildern. Und eine Ausgangslage unserer Betrachtung der Welt sind immer die großen Megatrends, also die großen globalen Dynamiken, die wir hier in einem Art vernetzten U-Bahn-System dargestellt haben. Und die Endhaltestellen, die stellen die großen Treiber, die großen Dynamiken dar. Und an den Knotenpunkten sieht man dann die Ausprägung, die aktuellen Erscheinungsformen dieser Megatrends. Und dazu gehört beispielsweise so ein Megatrend wie die Gesundheit, der jetzt natürlich auch nochmal einen neuen Schub bekommt, weil Gesundheitsaspekte, die haben wir 24 Stunden vor Augen, wenn wir Menschen mit Masken vor uns sehen. Das erinnert uns immer wieder daran, wie wichtig Gesundheit ist. Ich will auf drei eingehen, die ich für besonders relevant halte, um auch die Frage zu beantworten, wie können Unternehmen sicherer durch Krisen gehen. Der erste Megatrend, und wir können ihn nun mal nicht ignorieren, gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation, das ist der Megatrend der Konnektivität, gemeinhin auch als Digitalisierung beschrieben. Wir sagen aber Konnektivität dazu, weil wir mit Digitalisierung oft nur das Technische verstehen, aber die menschliche Vernetzung und die Netzwerke, die sich bilden zwischen Menschen, zwischen Ländern, zwischen Kulturen, das ist eigentlich auf der sozialen Ebene noch das Spannendere. Aber blicken wir einmal auf diesen Megatrend der Konnektivität und wie dort das Virus auch als Treiber von Wandel sich ausgedrückt hat. 3 Jahre zuvor, 2017, gab es gerade mal 1,8% der deutschen Arztpraxen, die Videosprechstunden angeboten haben. Man kann sich jetzt mal so im Kopf fragen, wie viele waren es jetzt, in diesem Jahr? Und da sieht man, wie schnell das doch gegangen ist, wo plötzlich ein Drittel der Arztpraxen eine Videosprechstunde angeboten haben, weil es sein musste. Aber wie viele Menschen finden es viel komfortabler, wenn man vielleicht nur eine Kleinigkeit klären muss, dies schnell und sicher über eine Videosprechstunde zu machen? Natürlich ist auch die sonstige Ansteckungsgefahr vor anderen Infektionen und Grippeviren und was da sonst noch so rumlungert in Arztpraxen, in den Wartezimmern, in diesen abgegriffenen Zeitschriften, die es früher so gab, ist dann natürlich auch reduziert. Ja, unsere Videosprechstunde, die wir entwickelt haben, sehr schnell, weil wir gesehen hatten, unsere Trendexpeditionen, unsere Zukunfts- und Innovationsworkshops, die funktionieren nicht mehr. Das war unser Do-it-yourself-Digital-Workshop. Wir haben sozusagen die Idee unseres Innovationsworkshops in ein digitales PDF gebracht, das den Menschen Inspiration geben soll, mit welchen Methoden sie gut auf Innovationen kommen und das zum selber machen. Das haben wir als digitales Produkt verkauft. Das hat uns mental selber gut durch diese Krise gebracht, weil wir eine sehr sinnvolle Aufgabe damit hatten. Wir hatten auch anfangs erstmal alle in Kurzarbeit geschickt, haben sie aber sehr schnell zurückgeholt, weil sie gesagt haben, jetzt müssen wir eigentlich Vollgas geben.
jetzt müssen wir uns selber digitalisieren. Und mit halber Kraft geht das nicht, wenn man auf der Bremse steht. Und das hat sich für uns zum Glück auch ausgezahlt, dass wir uns selber damit einen Innovationsschub gegeben haben. Wir haben quasi selber eine Methode für uns angewendet, die wir auch in diesem Toolbook vermitteln. Nämlich wir haben einen Pivot gemacht. Ein Pivot ist ein Sternschritt. Also wir kennen es aus dem Basketball, wo wir ein Standbein haben und dann aber uns mit dem anderen Bein in eine neue Richtung bewegen. Und wir kennen das auch aus Start-up-Gründungen, die auch immer mal wieder einen Pivot, einen Schritt in eine neue Richtung machen müssen, weil die Idee, die Kernidee eigentlich gut ist, aber die Zielgruppe war vielleicht die falsche. Oder wie man es vermarktet hat, erfordert einen Pivot, einen kleinen Dreh in eine neue Richtung. Und wir haben so ein paar Kategorien vorgebildet, in welche Richtung man sich angesichts der jetzigen Situation bewegen könnte, bewegen sollte. Sehr naheliegend ist natürlich, wenn die Kunden nicht mehr zu einem kommen können, mal zu überlegen, ob man ausliefern kann. Auch das ist sicherlich etwas, was noch nicht alle so machen, wie sie es machen könnten. Also gerade die Gastronomen. 60% sind von dem Aus bedroht, aber es gibt auch Gastronomen, die wachsen derzeit gerade richtig. Peter Pane, die Burgerkette, die hat zuletzt 200 neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt, weil sie so wachsen. Weil sie in der Zeit der Krise, als keiner mehr in die Läden kam, jeden Mitarbeiter aufs Fahrrad gesetzt haben, jeden, der nicht in der Küche stand und zum Ausliefern zu den Kunden geschickt hat. Daraus ist ein Lieferservice entstanden, der sehr gut funktioniert, dass sie jetzt eben diese 200 weiteren neuen Mitarbeiter einstellen konnten. Auf einen Teilaspekt reduzieren, auch das kann eine sinnvolle Sprungbrett für einen Pivot, für einen Dreh bieten. Das Kempinski Hotel in Frankfurt beispielsweise hat einen Drive-In für hausgemachtes Eis ins Leben gerufen. Für Sterneküche oder in diesem Niveau sicherlich auch etwas extrem Ungewöhnliches. Und man kann natürlich nicht Sterneküche als Drive-In oder als Delivery so einfach machen. Aber wenn wir uns ein Produkt rausnehmen, wo es dann doch geht, dann sind auch diese Dinge wieder möglich. Wir haben auch so ein bisschen herausforderndere Kategorien, wie beispielsweise mal drüber nachzudenken, kann ich mein Produkt, meine Dienstleistung womöglich auch mit Tieren realisieren? So ein bisschen mal die anderen Denkknospen öffnen. Auch vor dem Hintergrund, dass gerade während der Corona-Krise ja, der Heimtierbedarf auch sehr gewachsen ist. Viele Menschen haben sich ein Haustier zugelegt. Tatsächlich gab es auch Hamsterkäufe im ganz realistischen Sinne. Die Hamster waren in allen Zoohandlungen ausverkauft, weil die Menschen gerne so ein kleines Knuddeltier zu Hause haben wollten, was sie mental beruhigt hat. Ein boomender Markt auf jeden Fall, der auch in den nächsten Jahren noch weiter boomen wird. Je mehr Digitalisierung, desto größer auch die Sehnsucht nach dem lebendigen Wollknäuel zu Hause, wo nicht so sehr aufs Geld geschaut wird. Und wenn der Gastronomie tätig ist, kann sicherlich auch hochwertig für Vierbeiner auch etwas Besonderes zubereiten. Wer dann mit diesen Methoden arbeiten möchte, kann mir gerne im Nachhinein eine Mail schreiben. Sehr gerne schicken wir dann dieses Toolbook mit den darin enthaltenen Methoden zu. Eine Kategorie des Pivots, des Drehs in eine neue Richtung ist natürlich auch die des Digitalisierens. Kann ich so etwas auch als eine video-digitale Veranstaltung anbieten. Und auch da sehen wir spannende Umsetzungen. BrewDog ist eine Craft-Bier-Brauerei aus Schottland, sehr erfolgreich, die zuletzt über 100 Craft-Bier-Lokale rund um den Globus gespannt hatten, mit einigen auch in Deutschland. Und was die Pfiffiges gemacht haben, ist, dass sie ihre Bars 1:1 virtuell nachgebildet haben. Und wenn sich dann Menschen virtuell getroffen haben, hatten sie das Gefühl, gemeinsam in einer Bar zu sitzen. Also mit den Perspektiven und Winkeln aus diesen Realbars. Das Ganze hat man dann noch unterstützt mit Bier-Tastings, also Spezialitätenbieren, die Gruppen Bierliebhabern im Vorfeld zugeschickt wurden, die dann während eines virtuellen Bier-Tastings mit Musik, mit Live-Musik, ähnlich wie das heute hier auch mit einem Live-Vortrag geschieht, entsprechend zu Hause noch vergnügt wurden.
Man muss sich immer sofort die Welt virtuell komplett nachbilden, aber zu gucken, wie ich meine Kunden digital erreiche, online erreiche, das ist, glaube ich, eine Pflicht, um die in Zukunft keiner mehr herumkommt. Weil es natürlich auch einen krisensicherer macht, wenn ich diese Nähe zum Kunden habe, wenn der Kontakt zum Kunden eingeschränkt ist. Noch ein Beispiel hier aus unseren Landen, aus dem Frankfurter Umfeld, Circus Bottle, ein junges Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Weinverkostungen als Erlebnis zu vermarkten, davor natürlich live, mit Weinen aus besonderen Regionen wie dem Libanon, die eben auch online Weinproben veranstalten, indem sie Probierpakete im Vorfeld den Menschen zuschicken und sich dann eine Choreografie für diese Online-Weinverkostung entsprechend überlegen. Was sich dort abzeichnet, ist im Grunde nichts Neues, aber etwas, was sich jetzt brutal verstärkt. Und es folgt einer Idee, die Jack Ma, der Gründer von Alibaba, also diesem großen chinesischen Online-Händler, schon 2016 mit einem Begriff benannt hat, den er nennt The New Retail. Wir werden in eine Phase hineingehen, wo wir nicht mehr eine Grenze zwischen Online-Handel und Realhandel machen können. Es wird eine Form des Handels geben, er nennt sie New Retail, und im Hintergrund passiert eine komplette Digitalisierung. Eine komplette Digitalisierung, wo diese Grenzen eben verschwinden zwischen Online und Offline. Mit der Idee, to fulfill the personalized needs of each customer. Mit der Idee, die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche eines Kunden optimal zu befriedigen. Sehr interessant, Jack Ma investiert auch in Shopping Malls in Asien. Also er macht nicht nur Onlinehandel, sondern er macht auch neue Läden, neues Retail, neue Shopping Malls, neue Warenhäuser. Aber so vernetzt, dass der Kunde immer die Entscheidung treffen kann, ich bin im Laden, ich bestelle im Laden, aber online. Ich bin zu Hause, lass mir das Zeug nach Hause liefern, wie ich es möchte. Und diese Verschmelzung, die werden wir in Zukunft natürlich noch viel, viel intensiver erleben. Es mag immer so ein bisschen abstrakt klingen, wenn man sozusagen nach China schaut, weil es ist ja auch weit weg, aber wir sollten da alle ein bisschen chinesischer werden, weil es im Sinne des Kunden ist, weil der Kunde heute eben auch frei entscheiden möchte. Und auch diese Form von Shopping ist etwas, wo wir in Deutschland in den nächsten Jahren noch aufholen werden, die bei uns noch gar nicht groß entfaltet ist, die aber kommen wird, da bin ich fest von überzeugt. Nämlich Livestreaming-Shopping. Das sahen wir während der Krise in China, wo alle Händler ihre Läden zwar auch dicht machen mussten, aber diese Läden als Produktionsstätten für Livestreaming genutzt haben und über große Portale wie Taobao Live, gehört auch zum Reich von Alibaba, aber gemacht, um Livestreaming-Veranstaltungen zu tätigen, wo also live Produkte vorgeführt wurden, Produkte für die Küche, Produkte zum Anziehen, auch die großen Autohändler, die großen Automarken Daimler, BMW sind auch in China ins Livestreaming-Shopping eingestiegen, haben dort Waren präsentiert. Immobilienmakler haben über Livestreaming Häuser und Wohnungen gezeigt und haben darüber ihr Geschäft betrieben. Das ist in China nochmal komplett durch die Decke gegangen während dieser Zeit und hat sich jetzt als ein wirklich veritabler neuer Vertriebskanal etabliert. In den USA ist Amazon auch mit Livestreaming-Portalen am Start und ich denke, es wird nicht lange dauern, dass es auch nach Europa schwappen wird. Was wir aber lernen können, ist, dass wir einen Retail-Ort, ein Handelsort, ein Geschäft nicht nur als einen Ort begreifen müssen, wo Kunden hineinkommen, etwas kaufen und dann zahlen, sondern als einen Ort, wo ein Event veranstaltet wird, das aber digital nach draußen gestrahlt wird und über diesen Kanal dann eben auch Verkäufe getätigt werden. Diese Nonne mit ihren 86 Jahren, Nonna Nera, macht das auch. Eine Nonne aus Rom, die alle zwei Wochen einen Kochworkshop angeboten hat und diesen jetzt auch eben über Livestreaming anbietet. Sie erreicht damit plötzlich ein viel größeres Publikum. Sie ist auch nicht im Preis runtergegangen. Die Zutaten, die die Teilnehmer für den Kochworkshop brauchen, werden zuvor über eine Amazon-Shoppingliste verteilt und mit persönlichen Nachrichten von ihr entsprechend auch eingeleitet und hier Vorfreude
realisiert. Von China, Italien kommen wir jetzt wieder zurück nach Deutschland und gucken uns hier nochmal einen sehr pfiffigen Unternehmer an, der vielleicht mehr auch die Bedürfnisse, Notlagen von vielen Unternehmern, Unternehmerinnen hier trifft. Thomas Wagner ist Betreiber von 3 Modegeschäften am Rande des Schwarzwaldes und auch er hatte natürlich krasse Umsatzeinbußen. Er ist sehr schnell digital gegangen in der Form, dass er WhatsApp genutzt hat, um Kunden, Stammkunden persönlich Teile vorzustellen. Auf Instagram, Facebook, jeden Tag neue Kollektionen zu zeigen. Und das Clevere, was er gemacht hat, ist, dass er das Bedienen der digitalen Kanäle jetzt in seine Unternehmensstruktur eingewebt hat. Er öffnet nicht mehr um 9 wie früher, er öffnet jetzt um 10. Und von 9 bis 10 bedienen alle Mitarbeiter digitale Kanäle. Stammkunden per WhatsApp, persönliche Vorschläge zu machen, was für sie interessant sein könnte. Kollektionen auf Instagram vorstellen. Das erfordert natürlich auch anderes Know-how der Mitarbeiter. Deswegen macht er jetzt montags zu. Der Montag dient der Schulung, um Menschen digital fit zu machen. Das berührt einen Punkt, dass natürlich auch Mitarbeiter ganz anders gefordert werden und gefördert werden müssen. Weil Digitalisierung heißt hier über eine Zunahme von Vernetzung, dass sich jeder viel mehr einbringen kann, aber auch viel mehr einbringen muss. Und das berührt den zweiten Megatrend, den Megatrend New Work. Die Veränderung unserer Arbeitskultur und die Veränderung der Arbeitsorganisation. Unternehmen müssen in dieser Zeit agiler, schneller werden. Agilität meint im Kern nichts anderes als Innovation. Das soll am Ende rauskommen, wenn Menschen schneller, flexibler, innovativer miteinander unterwegs sind. Es gibt viele agile Arbeitsmethodiken, Design Thinking, Scrum und wie sie alle heißen, gibt es mittlerweile eine Reihe. Aber was sie alle vereint, ist, dass es sich immer um autonom agierende Teams handelt. Also Teams mit einer hohen Entscheidungsfreiheit. Teams, die eine Vielfalt aufweisen, multidisziplinär vernetzt sind und immer den Kundenfokus im Blick haben und immer auch auf Kundenprojekten arbeiten. Und das Interessante ist, dass diese höhere Autonomie, die es dafür braucht, genau das ist, was Menschen motiviert. Das sagt uns nämlich die Motivationsforschung sehr genau. Und Daniel Pink hat dazu ein wunderbares Buch geschrieben, wo er alle Studien rund um das Thema Motivation auf den Tisch gelegt hat und sich gefragt hat, was sind genau die Dinge, die Menschen motiviert? Und an erster Stelle ist es die Autonomie, also eine hohe Entscheidungsfreiheit zu haben, wie man arbeitet. Das motiviert Menschen. Sie brauchen dafür natürlich Können, Wissen. Das ist der zweite Punkt, die Kompetenz. Er nennt es Mastery, besser zu werden in seinem Bereich, dazu zu lernen, sein Spezialistenwissen auszuweiten. Und der dritte Punkt ist Sinn, Bezug, also die Geborgenheit in einem Team, das gute Gefühl zu haben, was man macht, nicht sinnlos zu machen, sondern für einen höheren Zweck im besten Falle. Und all das geht einher mit diesem Megatrend New Work, also Menschen autonomer arbeiten zu lassen, Menschen ihren Fähigkeiten entfalten zu lassen und ihnen den Sinn zu vermitteln, warum sie das tun, was sie tun. Und das greift in die Strukturen von Unternehmen ein. Es bedarf mehr Austausch, mehr Kommunikation, flachere Hierarchien. Weshalb bei Otto beim Umbau des Firmengebäudes, und da entsteht bis 2022 ein neuer Campus, wo über 1800 Menschen in eine umgebaute Lagerhalle ziehen, ein offener Space, wo sogar die Vorstände ihre eigenen Büros aufgegeben haben. Auch die ziehen dorthin, wo gerade Platz ist, in die Fläche zu ihren Mitarbeitenden. Otto war jetzt ein sehr großes Unternehmen, ein sehr großes Beispiel. Aber wir sehen diese Veränderungen natürlich auch in kleinen Unternehmen. Hier mal ein Beispiel aus dem mittelständischen Bereich, Zipgate, ein Unternehmen, das im Feld der IT-Telefonie tätig ist, kommt aus Düsseldorf, 150 Mitarbeiter, was seine Arbeitsweisen auch auf agile Strukturen umgestellt hat. Was sie vor allem auszeichnet, ist eine Philosophie, die da heißt, als allererstes sei mutig. Warte niemals darauf, dass jemand anderes Verantwortung übernimmt.
Wenn du dich fragst, wer ist dafür zuständig und du kriegst keine Antwort, dann bist du es. Und so haben sie auch nach diesen Grundsätzen Autonomie, Kompetenz, Mastery und Sinn, haben sie sehr schöne praktische Praktiken angewendet. Man kann das nachlesen, was sie auch in vielen Versuchen ausprobiert haben. Und auch das heißt New Work, nicht alles klappt von Anfang an. Es heißt auch Trial and Error, Mut zum Experiment. Und es sind nicht oftmals die großen Dinge, es sind die kleinen Dinge, die man ändert. Deswegen nennen sie das Work Hacks, also kleine Hacks, kleine Eingriffe in die Arbeitsstruktur, die aber große Effekte zeigen. Das Thema Autonomie realisieren sie dadurch, dass sie ihre gesamte Mannschaft in Teams aufgeteilt haben, die auf Kundenprojekten arbeiten, die dann noch dafür zuständig sind, selber die Einstellungen vorzunehmen. Sie nennen das Peer Recruiting, auch die unangenehmen Teile. Also auch wenn gefeuert werden muss, dann macht es das Team. Bewerbungsgespräche sind nicht mit irgendeiner Personalabteilung, die mit der eigentlichen Arbeit nicht viel zu tun hat, sondern immer mit den Teams und dann auch meist mit 5, 6, 7 Personen, jeder, der daran teilnehmen möchte. Kompetenz, wie schafft es diese Firma, das Wissen zu vergrößern? Es gibt keinen Weiterbildungsplan, auch im Sinne der Autonomie, nach dem Motto, am besten wissen es die Leute doch selber, was sie benötigen. Und so kann sich jeder die Weiterbildung aussuchen, von der er denkt, dass sie einen weiterbringt. Damit man auch immer den Druck verspürt, sich weiterzubilden, sind die Weiterbildungen der Mitarbeiter von den Mitarbeitern an zentraler Stelle, nämlich so kurz vor der Toilette, auch öffentlich dargestellt, wo man inspiriert wird. Wo bilden sich jetzt die anderen gerade weiter und was ist vielleicht ein Thema, was ich auch spannend finde? Das Einzige, was Bedingung ist, das, was man gelernt hat, muss man teilen. Innerhalb der gesamten Unternehmung. Transparenz spielt eine wichtige Rolle. Transparenz, woran weitergebildet wird, wer wie weitergebildet wird. Transparenz aber auch in einem Sinne, wer sind eigentlich die neuen Mitarbeiter und neuen Mitarbeiterinnen. Schon 3 Monate vorher wird jeder neue Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin mit Foto und Namen auf den Gängen dieses Unternehmens ausgestellt, sodass die Menschen schon vorab einen Bezug zu dieser Person entwickeln können. Und wenn der Mensch zum ersten Tag dann in die Firma kommt, kennen alle seinen Namen, kennen alle sein Gesicht und werden ihn ganz anders herzlich willkommen heißen. Wie wird das Wissen verteilt in so einer Struktur, wo maximale Transparenz gilt, wo es keine Hierarchien gibt, wo im Grunde auch keiner die Weisungsbefugnis hat? Auch hierfür haben sie eine ganz schöne Umsetzung gefunden. Sie nennen das Open Friday. Es gibt keine Meetings im klassischen Sinne mehr. Alle 14 Tage wird ein Open Friday veranstaltet. Jeder schreibt auf einer Themenliste die Themen auf, wozu er was sagen möchte, wo er denkt, das sind die Themen, die geteilt werden müssen. Und jeder geht dann zu dem Thema, das ihn interessiert. Wenn jemanden kein Thema interessiert, dann kann man auch Kaffee trinken gehen oder was anderes machen. Sie sagen, es funktioniert bei uns sehr gut. Dadurch haben wir fast keine klassischen Meetings mehr. Wir haben eigentlich nur noch alle 14 Tage ein großes Meeting für alle, aber dann nach den Interessen auch orientiert, wer wohin gehen möchte. Es ist keine Blaupause und ich glaube, das ist wichtig für die Zukunft. Es gibt keine Blaupausen mehr für Unternehmen, wie sie organisiert sein sollten. Jedes Unternehmen muss dort ausprobieren und experimentieren, was genau diese 3 Punkte, die Menschen motiviert im Unternehmen ausmacht, die Autonomie, die Kompetenz und der Sinn im Unternehmen. Man kann es auf jeden Fall auf eine Sache zusammenfassen. Diese Form des Arbeitens bedeutet viel mehr Kommunikation, viel mehr Austausch. Es bedeutet auch mehr Redundanz. Und ich glaube, das sind so die ersten Alarmglocken eines Controllers. Jetzt quatschen alle mit allen und wann kommen die noch zum Arbeiten? Es darf natürlich nicht die Folge haben, dass wirklich nur noch gequatscht wird. Aber ein bisschen mehr Quatschen ist auf jeden Fall sinnvoll. Ein bisschen mehr Redundanz ist notwendig. Und das führt zum letzten Punkt meiner Präsentation. Das, was Unternehmen nachhaltig macht, das, was sie auch sich nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausrichten lässt. Wir nennen diesen Megatrend Neoökologie. Redundanz spielt dabei eine ganz große Rolle. Redundanz ist der Überfluss, das nicht Notwendige. Aber
als evolutionäres Überlebensprinzip eben doch sehr notwendig. Wir haben zwei Nieren, wir haben zwei Ohren, wir haben zwei Augen. Das hat seinen guten Grund. Wenn ein Organ ausfällt, dann kann das andere übernehmen. Es ist nicht effizient von der Natur. Es wäre viel effizienter gewesen, nur eine Niere zu haben, nur ein Auge zu haben. Aber es hilft beim Überleben. Und Gleiches gilt für Unternehmen in der Zukunft. Effizienz macht nur Sinn in einer hochgradig linearen Welt, wo ich alles planen kann und genau weiß, wie es am nächsten Tag aussehen wird. Redundanz macht uns innovativer. Doch ein Unternehmen wie Amazon, die, glaube ich, in vielen Punkten Effizienz-Weltmeister sind, gönnen sich dieses Redundanzprinzip beim Thema Innovation. Nach dem Motto, two is better than zero. Wenn bei Amazon eine neue Innovation kreiert werden muss, ein neues Projekt umgesetzt werden muss, dann werden prinzipiell zwei Teams mit demselben Auftrag an den Start geschickt. Im schlimmsten Fall hat man zwei richtig gute Lösungen, aber in den meisten Fällen hat man halt eine richtig gute und eine schlechte Lösung und man kann sich dann auf die richtig gute Lösung in der Realisierung konzentrieren. Am Anfang etwas teurer, aber im Endeffekt ist es extrem effektiv und beschert Amazon genau diese Innovationsvorteile. Wir müssen also in der Zukunft sehr genau zwischen Effizienz und Effektivität unterscheiden. Effizienz wird uns nicht sicherer durch Krisen bringen. Unternehmen müssen dafür effektiver werden. Natürlich geht es darum, jetzt auch Kosten zu sparen, aber gleichzeitig muss auch investiert werden. Und dafür muss mehr Geld ausgegeben werden. Nur durch Kostensparen wird man kein Unternehmen in die Zukunft bringen. Redundanz, ein gewisses Maß an Überfluss, berührt auch unsere Lieferketten und Wertschöpfungsketten. Und das hat uns ja die Krise gezeigt, dass es zwar unglaublich effizient ist, den günstigsten Lieferanten irgendwo in Asien, in Indonesien vielleicht zu haben, aber wenn etwas passiert mit den Lieferketten, dann stehen wir halt ohne Produkte da und können nicht mehr ausliefern. Also werden wir in den nächsten Jahren ein Next-Shoring erleben, also nach der großen Welle des Offshoring in die entferntesten Teile der Welt, geht es jetzt wieder ein Stück weit zurück. Das heißt nicht, dass Globalisierung aufhört. Es wird sich diversifiziert. Aber weil wir ein Übergewicht an zu viel Offshoring hatten, werden wir eine sehr starke Tendenz erleben hin zum Next-Shoring, also zur Produktion vor Ort, zur Produktion nah am Kunden. Der Zentralverband der Elektroindustrie hat dazu zuletzt eine Umfrage gemacht unter seinen Mitgliedern und ein Drittel der Unternehmen aus der Elektroindustrie haben gesagt, wir werden auf jeden Fall unsere Lieferketten, unsere Produktion sehr viel stärker wieder nach Hause verlagern. Ja, diese Marke hier, Frosch, steht sozusagen auch für das Prinzip. Die Werner und Merz GmbH aus der Nähe von Mainz mit ihrem Stammsitz, die immer auch Produktionsstandorte hier hatten. Und auch diese ausweiten werden, auch was die Inhalte ihrer ökologischen Produkte anbetrifft. Man braucht dafür Tenside. Viele dieser Tenside sind erdölbasiert. Die Marke Frosch setzt auf pflanzenbasierte Tenside. Und diese werden jetzt immer mehr auch regional produziert, damit man eben nicht pflanzliches Öl aus tropischen Gefilden holen muss, mit all den ökologischen Problematiken, Abholzung von Wäldern, die damit verbunden sind. Spannend auch dieses Unternehmen, das sehr viel Erfolg hat, auch mit radikaler, disruptiver Innovation und ebenso diesem Ansatz des Next-Shoring zuzurechnen ist. Die Rügenwalder Mühle, die mittlerweile mehr als die Hälfte des Umsatzes mit veganen Produkten machen, als Wurst, als traditioneller Fleischhersteller. Die gehen jetzt so weit, dass sie ihr eigenes Soja anbauen wollen. Und nicht nur wollen, sondern es tun. Sie sind im Besitz von eigenen Soja-Anbauflächen in Deutschland, um sich zu befreien auch von den Exporten aus Nordamerika. Weil es natürlich auch viel ökologischer ist. Weil es eine stärkere Kontrolle über die Qualität bietet. Und weil es natürlich auch einem Bedürfnis von Menschen nahe kommt, dieses Chaos der Welt auch wieder geordneter zu bekommen im Kopf. Nähe schafft Vertrauen und je unsicherer die Welt wird, je mehr Krise im Kopf ist, desto
Stärker wird auch die Sehnsucht, Sicherheit über Nähe und Sicherheit über das, was wir verstehen, zu bekommen. Und aus diesem Bedürfnis heraus entstehen auch wieder spannende neue Geschäftsmodelle, wie dieses hier. Ebenfalls ein Produkt, das auf regionalen Lieferketten basiert, was sozusagen die Nähe auch nochmal auf die Verbraucher ausweitet. Ein Produkt, das im Austausch mit den Kunden entstanden ist. Du bist hier der Chef, so heißt diese Verbraucherinitiative. Sie kommt ursprünglich aus Frankreich, wo schon viele Produkte unter diesem Namen Du bist hier der Chef kreiert wurden. Jetzt in Hunderten von Rewe-Märkten mit diesem ersten Produkt im deutschen Handel. Und hier wurde über eine Online-Abstimmung herausgefunden, wie viele Monate die Tiere auf der Weide sein sollen, wie viel höher der Preis für die Landwirte im Sinne einer fairen Vergütung höher liegen soll als im Durchschnitt, was genau Tierwohl definiert und wie es umgesetzt wird und eben auch mit dem Versprechen, dass diese Tiere nur gefüttert werden mit Tierfutter aus regionalem Anbau. Mehr Vertrauen geht, glaube ich, nicht. Aber dieses Vertrauen wird in einer Zeit, die den Menschen als unsicher erscheint, ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis. Und natürlich, und dann schließt sich der Kreis wieder mit diesem großen Thema der Nachhaltigkeit, ist es eben auch die bessere ökologische Lösung. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass die Überlegung und die Sorge um das Klima und die Erderwärmung ja nicht aufhören, nur weil wir gerade mal so eine dumme Corona-Pandemie haben. Seit letzter Woche wird auch wieder gestreikt auf den Straßen von Fridays for Future. Wir hatten fast 500 Demonstrationen in Deutschland gehabt. Gerade der jungen Generation ist dieses Thema sowas von wichtig und liegt ihr so am Herzen. Und vor dem Hintergrund, dass Kalifornien gerade wieder brennt, dass auch dieses Jahr wieder eines der wärmsten, wahrscheinlich der Erdgeschichte sein wird, werden sich Unternehmen im Sinne einer krisensicheren Ausrichtung noch sehr viel stärker auch diesem Thema der nachhaltigen Ausrichtung verschreiben müssen. Auch weil das Geld mittlerweile dorthin fließt. Seitens der Kunden ist das Bedürfnis sowieso da, aber auch die Investoren fordern von ihren Unternehmen ein, in die sie Geld investieren, ihr müsst nachhaltig werden, sonst investieren wir nicht in euch. Das ist sonst viel zu riskant. Darauf hat Larry Fink hingewiesen in seinem letzten CEO-Letter, also an seinen jährlichen Brief an die Unternehmenschefs der großen Unternehmen, in die BlackRock investiert ist. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Und er sagt ihnen, wir werden nicht mehr in euch investieren, wenn ihr euch nicht nachhaltig ausrichtet. Ihr werdet auch euren Mitarbeitenden nicht mehr vermitteln können, dass ihr eine Daseinsberechtigung habt. Ihr müsst euch um das, was er sagt, diesen Purpose kümmern. Und in diesem Sinne ist Nachhaltigkeit halt viel mehr als nur die ökologische Ausrichtung. Es steht auch für die Kunden und für die Mitarbeitenden als eine sinnvolle Ausrichtung. Als eine Ausrichtung, die etwas mit der Zukunft zu tun hat, die überhaupt ein Unternehmen zukunftsfit machen kann. Und das ist die beste Form von Krisenprävention. Entwicklungen, die in der Zukunft stattfinden, die jetzt mit noch viel mehr Nachdruck stattfinden werden, zu antizipieren und sein Geschäftsmodell daraufhin auszurichten. Sicher nicht einfach. Wer jetzt sagt, das geht bei mir nicht, der sehr an diesen sehr guten Spruch erinnert, alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Irgendjemand wird es machen, es ist besser, wenn man es selber ist, wenn man selber zu den Vorreitern gehört und nicht hinterherhinkt. Und ich hoffe, dass ich dort ein wenig Impuls geben konnte, Inspiration liefern konnte und danke Ihnen ganz, ganz herzlich erst einmal für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Einen ganz herzlichen Dank, Andreas Steinle, für diesen sehr umfassenden und spannenden Überblick darüber, was die Megatrends sind und darüber, welche Lösungen international gefunden worden sind. Wir verkleinern den Fokus jetzt wieder ein bisschen im nächsten Programmpunkt auf unsere wundervolle kleine Stadt Marburg und fragen uns, welche Maßnahmen haben denn eigentlich Marburger Unternehmerinnen und Unternehmer ergriffen, um durch die Krise zu kommen.
Wie haben Sie mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet und wie hat sich diese neue Situation auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewirkt? Diese Fragen haben unsere heutigen Gastgeber von der Wirtschaftsförderung in den letzten Tagen beispielhaft zwei Marburger Unternehmerinnen und Unternehmern gestellt. Sehen und hören Sie im folgenden Film Anna Kochanow-Jansen, Inhaberin der Botanik, und Martin Meyer, Geschäftsführer der Traditionsfleischerei Meyer 3, dazu, wie Sie Ihr Unternehmen an das neue Normal angepasst haben. Und ich melde hiermit schon mal an, dass ich demnächst bei Meyer 3 vorbeischaue und mal die veganen Produkte ausprobiere. Viel Spaß bei dem kleinen Film. Hallo, mein Name ist Martin Meyer, ich bin 49 Jahre alt und seit über 25 Jahren in der Metzgerei Meyer 3 tätig. Unsere Spezialität ist, dass wir alle Produkte, die wir im Laden verkaufen, auch wirklich selber herstellen. Dafür bekommen wir unsere Tiere aus der näheren Gegend, überwiegend aus Frankenberg, weil da unsere Waldecker Strohschweine großgezogen werden, nach Bedingungen, die wir auch für gut heißen und kurze Transportwege dadurch gegeben sind. Die Produktion erfolgt am Grün mit festangestellten Mitarbeitern, was ja heutzutage gerade in der Diskussion ist. Und bei der Herstellung unserer Produkte achten wir sehr, dass wir unnötige Zusatzstoffe vermeiden. Hallo, mein Name ist Anna Kochanow-Jansen. Ich bin die Inhaberin der Kochanow-Botanik am Steinweg 35 in Marburg. Wir haben dieses Geschäft vor 3 Monaten eröffnet, sind aus dem Steinweg 36, der knappe 50 Quadratmeter hatte, umgezogen auf über 300 Quadratmeter und das mitten in dieser Krise. Die Corona-Krise hat uns einige Maßnahmen abgefordert, um weiterhin tätig sein zu können. Als kleine Metzgerei hier vor Ort sind wir in der Universitätsstraße mit unserem Shop ja präsent gewesen, die ganze Zeit über. Andere Geschäftsfelder wie der Großhandel, der Belieferung von Gaststätten, Kantinen oder Vereinen oder Feststellern umschließt oder unser Catering für Privat- oder Geschäftskunden ist von heute auf morgen weggefallen. Und dadurch haben wir uns natürlich mit allen Leuten und dem ganzen Einsatz unserer Metzgerei gewidmet. Wir haben neue Produkte entwickelt, überwiegend im Glas, sowohl klassische Wurstprodukte als auch leckere Fertigprodukte, die für eine Metzgerei nicht unbedingt typisch auch vegetarische, sogar vegane Produkte mit umfassen. Alles fertig verzehrbar für zu Hause. Und wir haben unseren Liefer- und Bestellservice online gestellt und dann für Kunden hier im Stadtgebiet sogar kostenfrei die Lieferung nach Hause angeboten, was sehr gut angenommen wurde. Und was wir auch so ein bisschen als unsere Aufgabe gesehen haben, Kunden, die aus gesundheitlichen Gründen den Weg in die Stadt nicht auf sich nehmen möchten, trotz dessen eine Versorgung bieten zu können. Die Maßnahmen, die wir ergreifen mussten oder ergriffen haben während der ersten Phase des Lockdowns, also am Freitag davor, war eben uns mit den Mitarbeiterinnen zusammenzusetzen und zu sagen, hey, wir sind noch nicht bereit zuzumachen und einfach in Pause zu gehen quasi und alles auf Stopp zu drücken, sondern wir haben uns dazu entschieden, dass wir nicht in Kurzarbeit gehen, keine Stunden reduzieren und einfach Vollgas geben. Und dieses Vollgas mit einem geschlossenen Geschäft funktioniert natürlich nicht. Und deswegen haben wir über Instagram dazu aufgerufen, dass die Leute bei uns Blumensträuße bestellen können. Wir vertreiben auch Trockenblumen und Dekorationen. Das heißt, das sind Produkte, die man sehr gut verschicken kann. Mit Frischblumenversand hatten wir einfach noch gar keine Erfahrung, weswegen das erstmal schwierig war. Und dann haben wir das eben gemacht und die Resonanz war auch unglaublich. Wir haben innerhalb von 24 Stunden über 70 Bestellungen gehabt, also konnten gleich an Tag 1 loslegen, als wenn noch nichts gewesen wäre. Und das hat aber eben so funktioniert, dass die Leute uns eine Nachricht bei Instagram schreiben mussten, was sehr schwierig war, denn da gibt es überhaupt gar keine Suchfunktion oder so. Und deswegen haben wir dann gesagt, gut, ein richtiger Online-Shop muss her und haben uns auch direkt an die Arbeit gemacht und den gebaut. Ja, und der ist jetzt eben noch da, funktioniert einfach als ein weiteres Instrument in unserem Unternehmen und wird uns auch, denke ich, die nächsten Jahre sehr gut dienen und begleiten.
In der Corona-Krise sind wir nicht mit anderen Unternehmen mehr ins Gespräch gekommen. Ich habe diese Zeit eher erlebt als so ein bisschen Rückzug in das Bestehende, in den kleineren Kreis, sei es die Familie oder auch der Mitarbeiterkreis. Die Kommunikation zu anderen Unternehmen habe ich natürlich in der Funktion als Obermeister der Fleischerinnung Marburg weiterhin aufrechterhalten. Das war ganz wichtig, um Anlaufstelle zu sein. Glücklicherweise hat es in und um Marburg in Kollegenbetrieben keinen aktiven Corona-Fall gegeben. So hoffe ich, bleibt es dann auch. Ich bin auf jeden Fall während der Krise näher zusammengerückt mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen. Es war einfach so, dass man natürlich morgens durch leere Straßen zur Arbeit gelaufen ist. Alles war leer, keine Autos, keine Menschen. Und man dann die Einzelhändler unter anderem natürlich getroffen hat vor ihren Türen, während sie da gefegt haben, wo es nichts zu fegen gab, gefühlt. Und dann hat man sich schon unterhalten, weil man hatte ja auch überhaupt gar keinen Zeitdruck. Ich war natürlich froh, oder wir waren alle froh, dass wir noch Aufgaben hatten. Aber man hat dann natürlich so Sachen gemacht wie Inventur oder so, oder eben einfach aufgeräumt und umdekoriert. Und da war es eben ganz, ganz toll für mich, denn als sie alle so viel Zeit hatten, haben wirklich viele Läden uns beauftragt, ihre Dekorationen in den Fenstern zu machen oder so, sodass wir, obwohl wir ja einen totalen Einbruch hatten, was die Eventbranche angeht, trotzdem irgendwie noch ein paar größere Aufträge hatten und nicht nur Blumensträuße für 20 Euro, sondern eben auch mal etwas, was etwas mehr reingebracht hat, was uns dabei geholfen hat, natürlich die Kosten irgendwie dann anders zu decken. Das war sehr gut und im Gegenzug dafür habe ich mich halt entschieden, mein Instrument zu nutzen, das ich gut beherrsche, das ist Instagram, und habe dann eben da eine kleine Kampagne gestartet, in der ich einfach alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, verlinkt habe und gesagt habe, sondern kauft da ein, bestellt da Essen und unterstützt diese Unternehmen, gebt denen mal ein paar Likes und schenkt denen Liebe, denn wir haben das ja alle sehr gebraucht. Und da war es eben sehr schön, denn das war ein ganz, ganz tolles Miteinander, und ich glaube auch, dass dadurch Beziehungen entstanden sind, die jetzt auch noch über Jahre hinweg bestehen bleiben. Die schwierige Situation der Corona-Krise, in die wir alle auf einmal gerutscht sind, hat natürlich dazu geführt, dass wir als Belegschaft enger zusammengerückt sind. Es war ein großes Verständnis füreinander da und das Einstehen von einem für den anderen. Zum Beispiel haben unsere Teilzeitkräfte in der Zeit mehr gearbeitet, als sie eigentlich müssten. Die Vollzeitkräfte kamen gar nicht auf ihre nötigen Arbeitsstunden, weil wir ja mit einem kleinen Team zwei unterschiedliche Schichten sozusagen bilden mussten, die wochenweise sich abgewechselt haben, ohne dass es dann Berührungspunkte gibt. Und das ist gerade für eine kleine Belegschaft umso schwieriger und erfordert von jedem einen großen persönlichen Einsatz. Und dafür an der Stelle nochmal Dankeschön. Ansonsten hat es dazu geführt, dass wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, als Team zusammenzustehen, ein gemeinsames Ziel zu haben und daraufhin zu arbeiten. Und wenn es etwas von der Corona-Krise gibt, was gut ist, dann war es das. Also ich muss sagen, dass wir während der Krise im Unternehmen sehr viel enger zusammengerückt sind. Wir verstehen uns noch viel besser und die Verbindung ist auch eine andere, wenn man wirklich Großes überstanden hat. Ich weiß, es ist noch nicht vorbei, aber für uns gab es sehr viele, sehr schwere Momente und die haben wir gemeinsam gemeistert. Also es sind auch manchmal Tränen geflossen, aber in der Regel war es eben so, dass wir positiv geblieben sind und uns ineinander bestärkt haben. Aber das gilt nicht für alle Mitarbeiter. Da muss ich auch sagen, dass es unternehmerisch gesehen auch wirklich eine große Aufgabe war, für jeden richtig perfekt da zu sein. Und eine Mitarbeiterin kam einfach mit der neuen Situation nicht zurecht und hat sich dann zurückgezogen. Und ja, die ist jetzt auch nicht mehr im Unternehmen. Und dieser Weggang hat natürlich nochmal alles aufgewühlt, weil sie auch lange dabei war und uns allen ans Herz gewachsen war. Und letzten Endes hat man dann eben eine ganz andere Seite kennengelernt, die man so niemals erwartet hätte. Und da finde ich es doch bemerkenswert, was so eine Krise eigentlich so anrichten kann. Dass ein scheinbar funktionierendes Arbeitsverhältnis dann plötzlich irgendwie auffliegt und gar nicht mehr so funktionierend ist. Und trotzdem muss ich sagen, dass unsere Firma
unglaublich ist, was den Zusammenhalt angeht. Wir sind mittlerweile 6 Leute, wir bilden seit diesem Jahr sogar aus. Auch das haben wir geschafft in der Krise. Und ich bin einfach nur dankbar dafür, dass ich die Mädels hier habe, weil die jeden Tag frischen Wind reinbringen. Es arbeiten auch nur Mädchen bei uns aktuell, bis auf den anderen Inhaber, Herr Janssen. Aber ja, es ist schon wirklich richtig schön hier. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank nochmal an Anna Kochanow-Janssen und Martin Meyer für diese sehr interessanten und, wie ich finde, aber auch sehr bewegenden und berührenden Einsichten und Lösungen, die sie gefunden haben und die sie mit uns geteilt haben und die wir jetzt noch vertiefen wollen im letzten Programmpunkt des heutigen Abends, der Podiumsdiskussion. Und ich darf jetzt nach und nach unsere Gäste von heute Abend nach oben zu mir bitten. Ich starte mit Dr. Thomas Spieß, der vorhin ja schon mal in seiner Rolle als Oberbürgermeister hier oben auf der Bühne war. Das ist aber nicht die einzige Rolle, die er hat. Er hat sicherlich noch viele andere mehr, aber in der Hauptsache ist er auch CEO eines mit rund 1300 Beschäftigten großen Arbeitgebers hier in Marburg, nämlich der Stadtverwaltung. Und wir haben vorhin schon gehört, die Prioritäten in der Stadtverwaltung haben sich sehr schnell verändert, als das losging mit der Krise. Herzlich willkommen nochmal auf der Bühne, Dr. Thomas Spieß. Wir dürfen gerne Platz nehmen. Und eigentlich wäre jetzt Pia Meyer von der Firma Seidel dran, die leider heute Abend nicht unser Gast sein kann. Wir haben aber eine ganz hervorragende Alternative. Dr. Andreas Ritzenhoff ist seit 1992 Inhaber und Geschäftsführer der Firma Seidel. Durch Innovation und Förderung von Talenten hat er Seidel mit seinem Team zum Weltmarktführer für Primärverpackungen der Kosmetikindustrie entwickelt. Die Zahl der Mitarbeitenden ist unter seiner Leitung von 250 auf heute und 700 gestiegen. Er sagt, uns ist der gute Informationsstand aller Mitarbeiter wichtig, daher klären wir regelmäßig, detailliert und direkt auf. Wir haben schon frühzeitig und massiv in den Schutz unserer Mitarbeitenden investiert. Herzlich willkommen, Dr. Andreas Ritzenhoff. Und es geht nochmal zu meiner Linken weiter mit Gunther Schneider von der Schneider GmbH. Er ist Gründer und CEO von Schneider, dem 1998 als Startup mit der Entwicklung der ersten Highspeed-Freiformmaschine, das muss ich wirklich ablesen, der weltweite kommerzielle Durchbruch in der Brillenoptik gelang. Heute verfügt das Unternehmen über 17 Tochtergesellschaften und hat weltweit rund 470 Mitarbeitende. Er sagt, ich bin überzeugt, dass Dynamik, Innovationskraft und Kundennähe essentiell sind, um den Herausforderungen der Krise zu trotzen und nach der Pandemie wieder zurück zu neuer Stärke zu finden. Herzlich willkommen, Gunther Schneider. Ja, und wir zwei Damen halten hier heute Abend die Stellung und vertreten das weibliche Geschlecht. Ich darf herzlich begrüßen Isatu Isawag von Ecozins Audit Capital. Sie ist Gründerin eines grünen Fintechs und mit dem Geschäftsmodell für Ecozins im Halbfinale des diesjährigen Hessischen Gründerpreises. Außerdem ist sie Dozentin für strategische Unternehmensplanung an der Technischen Hochschule Mittelhessen und sie sagt, die Corona-Krise hat die bestehenden gesellschaftlichen Herausforderungen in einen neuen Fokus gerückt. Das ist erstmal schmerzhaft, aber vor allem eine Chance für Veränderungen im Hinblick auf Digitalisierung und neue Arbeitsformen. Ich glaube, sagt sie, wir befinden uns am Beginn einer Disruption. Herzlich willkommen, Isawag. Und wir füllen jetzt langsam die andere Seite, meine Rechte, auf. Als vorletzten Gast des heutigen Abends der Podiumsdiskussion darf ich herzlich begrüßen Hartmut Pfeiffer, Obermeister der Zimmererinnung in Marburg. Er leitet in vierter Generation die Firma Holzbau Pfeiffer GmbH in Imsdorf und ist zudem Obermeister der Zimmererinnung hier in Marburg. Sein Statement zu Corona: Ein Nach-Corona wird es nicht geben, sondern nur ein Corona mit Impfstoff und Mut im Umgang mit Covid-19. Herzlich willkommen, Hartmut Pfeiffer.
Und auch ihn haben wir eben schon auf der Bühne gehabt und schön und umso schöner, dass wir ihn nochmal hier begrüßen können, auch als Teil der Podiumsdiskussion. Er sagt, Anpassungsfähigkeit ist aktuell die wichtigste Fähigkeit von Unternehmen in diesen verrückten Corona-Zeiten. Herzlich willkommen nochmal und zurück, Andreas Steinle. Und ich starte mal mit der ersten Frage an Sie, Herr Dr. Ritzenhoff. Wir haben im Film ja einiges darüber gehört, dass das eine besondere Situation für Mitarbeitende in den Unternehmen ist. Wie hat denn die Firma Seidel auf die massive Veränderung der Arbeit im Zuge der Corona-Pandemie reagiert? Ja, also erstmal hat das natürlich der relativ plötzliche Ausbruch für eine gewisse Unsicherheit im Unternehmen gesorgt. Es kamen Fragen. Haben wir überhaupt noch Aufträge? Was passiert denn? Aber zu tun. Und wir haben dann gestartet, insbesondere unsere Führungsmannschaft, jede Woche in jeder Schicht eine Informationsveranstaltung zu machen. Und sind alle Mitarbeiter informiert worden über den Auftragsbestand, haben wir genug zum Tun, aber wir haben auch informiert darüber, was ein Virus eigentlich ist, was mit dieser Krankheit los ist, was man in der Presse über diese Krankheit erfahren kann und über die Gefahren. Und dann haben wir sehr intensiv gestartet, eben mit Hygienemaßnahmen, haben Sanitätsprodukte verteilt und so weiter, dass alle bestens vorbereitet waren. Und wir sind so bis jetzt praktisch ohne nennenswerte Fälle durchgekommen. Wir hatten sehr früh einen einzigen Fall aus dem Skigebiet. Der hat sich früh angesteckt und auf der Rückfahrt noch gemerkt, dass er infiziert war und ist Gott sei Dank nicht in die Firma gekommen, sodass wir über Wochen tatsächlich auch keinen einzigen Fall hatten. Und die Mitarbeiter, glaube ich, haben das uns gedankt dadurch, dass sie einfach relativ entspannt ihre Arbeit gemacht haben. Wir haben gesagt, Aufträge sind noch okay, es ist etwas weniger als vorher, das haben alle in die Hände gespuckt und bisher sind wir damit ganz gut über die Runden gekommen. Wunderbar, vielen Dank. Herr Spies, ich gebe mal an Sie weiter. In der Stadtverwaltung würde man ja das Thema neue Arbeitsformen, Virtualität möglicherweise nicht sofort vermuten. Was haben Sie denn umgestellt, als es losging mit Lockdown und klar war, wir können jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr so arbeiten, wie wir das gewohnt sind? Naja, Verwaltungen sind ja nicht ganz à la mode, eher straff organisiert, was dazu führt, dass wir die Frage, was ist Kernbereich und was nicht, was muss funktionieren und was nicht, relativ schnell klar sortieren konnten. Bei uns brechen ja nicht die Aufträge weg, sondern also die Aufträge sind ja da. Ja, da kann ja passieren, was will, jedenfalls die allermeisten. Also was muss funktionieren, das war relativ schnell klar. Und dann haben wir digitalisiert, was das Zeug hergab. Wir haben als ich Oberbürgermeister wurde und kurz danach eine neue Hauptamtsleitung eingestellt hat, trafen zwei Computerfreaks aufeinander. Also ich habe schon, als ich im Landtag war, Irritationen ausgelöst, dass ich einen eigenen Rechner in meinem Zimmer haben wollte. Und den Internetanschluss, also einen Zugang zum Netz, ja, das war damals noch nicht üblich. Ja. Und so hat insbesondere Frau Dr. Pöttgen sehr, sehr konsequent Digitalisierung der Verwaltung vorangetrieben. Das ist bei dem Aufwand und bei dann auch schon einer gewissen Neigung von Verwaltung zu Stabilität, aber auch aufgrund des Grades an Verrechtlichung. Wir dürfen ja nicht Sachen einfach so machen, wie wir wollen, sondern alles, was wir tun, muss vor einem Gericht standhalten. Sehr konsequent erst interne Abläufe digitalisiert, das ganze Rechnungswesen digitalisiert. Das ist. Wir hatten noch Zustände, wo Sachen sozusagen im Computer geschrieben, ausgedruckt, gescannt, vermailt wurden. Ja, das gab es mal. Sowas machen wir alles nicht mehr. Und dadurch waren wir in der Lage, letztes Jahr mit angefangen, das haben wir jetzt noch ein bisschen beschleunigt. Wir stellen im Moment einen Prozess nach dem anderen im Bürgerkontakt auf digital um. Also einen jeden Monat. Das war früher ganz unüblich. Die Corona-Krise hat das sehr bestärkt, weil damit mussten die Leute ja nicht mehr reinkommen. Also ja, wenn man das am Computer zu Hause machen kann, ist ja gut. Ich habe da schon erwähnt, also alle Rechner, die wir kriegen konnten, beschafft, um Homeoffice-Arbeitsplätze einzurichten, weil wir in den Kernstrukturen Teams bilden mussten. Also es kann ja nicht sein, dass die Abteilung, die Sozialhilfe auszahlt, ausfällt.
Also es geht ja nicht. Ja? Da muss ja pünktlich Geld fließen. Da gibt's ja auch, es kann nicht das Standesamt plötzlich weg sein. Also heiraten kann man verschieben, aber geboren und gestorben wird trotzdem. Also ja, das muss ja funktionieren. Und so gibt es eine ganze Reihe von, das Ordnungsamt ist jedenfalls in den Fragen bestimmter Verfahrensabläufe. Dann haben wir Teams aufgeteilt und die eine Hälfte wurde entweder im Gebäude räumlich getrennt oder nach Hause geschickt. Alle Risikomitarbeiter mussten nach Hause. Also mein Vorzimmer hat vom Homeoffice aus funktioniert. Das ist jetzt nicht die klassische Strategie von Vorzimmer. Klingt so ein bisschen nach George Orwell. Das ist nicht die klassische Strategie von Homeoffice, aber oder von Vorzimmer, aber hat super funktioniert. Also, naja, Sie stellen das Telefon um, Sie nehmen den Laptop mit nach Hause und im Lockdown ist ja eh keiner persönlich aufgetaucht. Ja? Ja. Also, das ging dann schon. Also, wir sind da ziemlich weit und wir haben auch ganz viele Besprechungen auf Video umgestellt. Das gibt ganz wenige Sachen, die wir zu jedem Zeitpunkt in Person gemacht haben. Politische Gremien müssen körperlich tagen, das sieht die Hessische Gemeindeordnung so vor. Wir haben den Stab, einen sehr kleinen Stab, der sehr eng sich getroffen hat, und die Fachbereichsleitungsrunde, die haben sich schon körperlich getroffen. Alle anderen nur noch per Videokonferenz. Das läuft langsam zurück. Mhm. Da muss man jetzt mal ein bisschen aufpassen, weil die Stadtverwaltung ist in Marburg so über die Stadt verteilt. Ja. Da ist eine Videokonferenz auch ein super Instrument, weil sie sparen ja eine Stunde Wegezeit. Also ist ja in der Realität so. Ja. Ja. Und wir werden diesen Digitalisierungsschub überhaupt nicht zurücknehmen, sondern konsequent weiterführen. Das Stichwort greife ich gerade mal auf, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Digitalisierung, das eine Stichwort, das ich gerne aufgreifen möchte. Und das zweite, Sie haben über Kundinnen und Kunden gesprochen, die dann eben nicht notwendigerweise in die Stadtverwaltung kamen. Ich gebe die Frage mal an Sie, Herr Pfeiffer. Wie war denn das eigentlich für die Kundinnen und Kunden? Im Handwerk hat sich ja in den meisten Teilen nicht so viel verändert. Sie haben weitestgehend weiterarbeiten können, aber natürlich unter ganz anderen Bedingungen. Und ich kann mir vorstellen, das ist für den einen oder anderen Kunden oder Kundin auch nicht so einfach gewesen, ne? Wenn dann die Handwerker trotzdem ins Haus kamen. Ja gut, grundsätzlich sage ich mal, dadurch, dass wir im Bau beschäftigt sind, war das mit den Auftragswegbrüchen zum Beispiel nicht so der Fall. Da waren einzelne Kunden, die jetzt Sorgen hatten, ich verliere meinen Arbeitsplatz und kann deshalb die Rechnung nicht mehr oder den Auftrag nicht mehr bedienen, hatte ich einzelne Kunden, die dann den Auftrag zurückgezogen haben. Nachdem sich dann doch auch herauskristallisiert hat, dass das so dramatisch nicht wird, wie man das vermeintlich angenommen hat, habe ich die Aufträge dann nachher trotzdem auch noch wieder bekommen. Also die sind nicht verloren gegangen. Das war eine relativ gute Sache für uns. Ich für meinen Betrieb kann einfach sagen, wir waren schon einfach im Übergang des Jahres, hatten wir digital oder PC-mäßig schon umgestellt, Angebote per E-Mail herauszugeben, also nicht mehr klassisch mit der Übergabe, konnten wir schon machen, Rechnungen entsprechend, also Fakturierung konnten wir auch durchführen. Es blieb letztendlich dann bei dem Besuch zu schauen, welcher Wunsch vom Kunden vorgetragen wird in der baulichen Maßnahme unter der Beachtung der Abstandsregeln. Und war das dann doch auch möglich, dass man halt telefonisch Kontaktaufnahme oder über E-Mail Kontaktaufnahme und dementsprechend dann diese Arbeiten oder diese Besuche dann so zu koordinieren, dass es abgestimmt funktionierte. Ja. Das gilt für mich als Geschäftsführer der Holzbauer. Aber wenn ich das für die Kreishandwerkerschaft vielleicht auch nochmal sagen darf, das ist ja nur ein spezieller Bereich der Handwerker. Andere Handwerke sind da wesentlich deutlich und stärker betroffen gewesen, insbesondere die jetzt, sage ich mal, im Gesundheitsbereich und im Körperservice unterwegs sind. Da sind die Einflüsse erheblich größer gewesen und die Einschnitte auch deutlich größer gewesen und auch die Sorgen natürlich der Unternehmen. Und Handwerk bedeutet Handwerk, also die Ausführung wird handwerklich durchgeführt. Das heißt, Sie können hier nicht alles nur über Digitalisierung abwickeln. Und da waren schon, wir haben es ja eben bei dem Kollegen Martin Meyer, der mit dem Vorstand ist, ja auch gesehen, schon die ein oder andere Idee auch gefragt, um
entsprechend den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ja, in Sachen Auftragslage musste man kreativ werden. Und Isa, ich denke, in Sachen Finanzierung für Gründerinnen und Gründer musste man auch kreativ werden, wenn man denn noch konnte. Ich selbst weiß von einigen Beispielen, wo Gründungsvorhaben im Zuge der Pandemie entweder weit ausgebremst worden sind, verschoben werden mussten, neu über die Finanzierung nachgedacht werden musste oder sogar klar war, das wird so nicht funktionieren. Wie ist deine Erfahrung mit dem Thema Finanzierung in Zeiten der Pandemie? Ja, also Ecozins ist ja ein digitales Geschäftsmodell. Das heißt, erstmal war es für uns einfach, ins Homeoffice zu wechseln. Also wir sind ein relativ kleines Team mit 6 Personen und ich glaube, wir haben das irgendwie Samstag oder Sonntag Nachmittag per WhatsApp entschieden. Ab Montag bleiben wir alle zu Hause und das hat wirklich problemlos geklappt. Das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, das Thema Finanzierung, ist für uns und ich glaube auch für viele andere Startups durchaus ein Thema gewesen. Wir haben da auch noch vor der Corona-Krise im Januar und Februar Gespräche geführt mit potenziellen Investoren. Und das war natürlich dann schwierig, rein digital diese Gespräche auch weiterzuführen. Also klar kann man pitchen und sein Geschäftsmodell vorstellen, aber wenn man einen Investor mit in die Gesellschaft nimmt, das ist ja wie heiraten. Ja? Also da muss man sich irgendwie schon auch mal persönlich gesehen, gesprochen haben und schauen, ob die Chemie passt. Und auf der anderen Seite, auf der Investorenseite, ist es auch so, dass klar gerade die größeren Venture Capitalgeber sich auch erstmal um ihr eigenes Portfolio gekümmert haben und geguckt haben, dass sie die bestehenden Investitionen gut auch durch diese Krise bringen. Und ja, deswegen war das durchaus ein Thema, was uns beschäftigt hat in der Zeit. Danke dir. Wir haben im Vortrag ja eben und auch in meiner kurzen Vorstellung, Herr Steinle, was zum Thema Zuversicht als Teil von Zukunftsmut gehört. Was ist denn Ihre aus der Hüfte geschossene Empfehlung in Sachen Zuversicht? Wie generiert man Zuversicht als Unternehmerin, als Unternehmer? Wir haben dann keine Zuversicht, wenn wir denken, dass wir nicht die Kompetenzen haben, mit einer Herausforderung umzugehen. Von daher nährt auf jeden Fall Weiterbildung die Zuversicht. Zusätzliche Talente, die ich entfalte, zusätzliches Wissen, was ich mir aneigne. Das ist das eine. Und das andere ist, sich zu erinnern, wo man schon mal erfolgreich eine Krise auch bewältigt hat. Also einmal zurückzublicken und sich zu fragen, wann hatten wir schon mal eine große Herausforderung und wie haben wir das eigentlich gelöst? Und dann wird man feststellen, eigentlich hat man die Ressourcen. Man hat die Innovationskraft, die Kreativität, man hat vielleicht auch das Netzwerk, man hat viel mehr Ressourcen, auf die man zugreifen kann, als wie man eigentlich glaubt, wenn man in so einer Krisensituation ist. Also durchatmen, zurückblicken und vor der Krise schon ganz viele weitere Kompetenzen sich aneignen. Dankeschön. Und Zuversicht und Zukunftsmut ist quasi das Stichwort, das sofort den Ball zu Ihnen spielt, Herr Schneider. Sie haben in der Pandemie auf die Produktion von Respiratoren umgestellt. Wie mutig war aus heutiger Sicht diese Entscheidung und was glauben Sie, haben Sie auch für die Zukunft des Unternehmens dadurch gelernt? Ja, das war einfach richtig spannend. Hatte eigentlich so mit den großen Veränderungen hinsichtlich Pandemie weniger zu tun. Es war einfach ein spannendes Projekt. Mitarbeiter der Uni und der Professor Koch hatten eine tolle Idee, wie man so ein Beatmungsgerät auf ganz andere Weise verfügbar machen könnte. Und wir haben Hilfe angeboten und uns das einen Freitag angeschaut. Am Samstag haben 2 Engineering-Teams nach der besten Lösung gesucht und am Sonntag wurde gefertigt. In der nächsten Woche waren Geräte da. Und das war einfach ein spannendes Projekt und wir lieben das. Wir haben den Slogan Fascination for Innovation. Von daher ist alles gut, was agil und was innovativ ist. Und ja, es wurde bis dato nicht gebraucht, weil Deutschland genug Beatmungsgeräte hat, aber hat jetzt nichts mit der großen Story zu tun. Die ist dann schon komplexer, weil wir weltweit verteilt sind, 95% außer Deutschland. Und dann mal schauen mussten, nachdem alle Eyeglass- oder Optikläden weltweit zumachten, wie läuft das denn jetzt so? Und haben dann mal so die Bottomline quasi, die untere Lebenslinie uns angeschaut und haben versucht, das zu reflektieren. Und das ging auch sehr, sehr gut, haben die Innovationen, wir haben immer so 12, 13 Projekte am Laufen, massiv hochgefahren. Projekte, die eigentlich später kommen sollten, wurden jetzt früher, weil die einzige Lösung ist dann einfach mehr Produkte mit Marktrelevanz an den Markt zu bringen.
Und das ist dann auch gelungen und schon nach einigen Wochen steigerten sich die Zahlen jenseits der Hauptprodukte und wir fahren heute mit deutlich über 100% und auch weltweit. Und da muss man natürlich die Regularien in allen Ländern beachten, nicht nur in Deutschland. Ne? Das ist auch sehr, sehr stark auf das super flexible Mitarbeiterteam zurückzuführen, die da wirklich alles gegeben haben, damit es hinkommt. Ja. Ich nehme das Stichwort Flexibilität mal auf und gebe das mal in die gesamte Runde. Was sind Ihre Erfahrungen mit der Flexibilität, die Sie in Zeiten von Corona gelernt haben, gemacht haben? Was gibt es Neues aus Ihren Kontexten zu berichten in Sachen Flexibilität, das vorher vielleicht noch nicht da war? Wer möchte starten? Ich kann das auch nochmal sagen, also es ging bei uns wirklich rasend schnell mit der Digitalisierung. Wir sind natürlich auch ganz schnell in die Homeoffices gegangen. Ich war auch erstaunt, dass auch Konstruktionsarbeitsplätze so schnell verlegt werden können. Die schieben ja ein ungeheures Datenvolumen zwischen den einzelnen Stationen hin und her. Also das ging wirklich atemberaubend schnell. Also außerdem die Flexibilität der Mitarbeiter, die war bei uns auch großartig, dass wenn bestimmte Dinge wegfielen und andere dazukamen, dass die Mitarbeiter auch sehr bereit waren, ganz schnell an einen anderen Platz zu gehen und dort einzuspringen. Also das war schon irgendwie eine großartige Erfahrung. Das ging einfach gut. Ja, also, und irgendwie, das war in einem Ihrer Slides, so ein bisschen hat diese Krise ja auch wie ein Teilchenbeschleuniger gewirkt. Also, die Dinge, die wir vorher gemacht haben, die haben wir noch etwas intensiver gemacht, also die Entwicklungen zum Beispiel. Ne? Die Kunden reden weiter auch über neue Sachen. In unserem Markt, wir machen ja Design Packaging für die internationale Kosmetikindustrie, in unserem Markt ist das große Thema nachhaltiges Packaging, also recycelfähiges Packaging, dass man eben mit Luxusprodukten nicht den Globus irgendwie vollschmeißt, Dinge im Meer landen oder so, sondern dass wirklich recycelt werden können. Und interessanterweise, jetzt über Videokonferenzen haben wir diese Entwicklung mit ziemlichem Druck weitergeführt. Also das ist sehr spannend. Übrigens auch ausgelöst durch amerikanische Unternehmen. Wir wissen alle, dass der amtierende Präsident am Tag seiner Inaugurierung die Klima- und Nachhaltigkeitswebsite löschen ließ. Und es gibt trotzdem eine Reihe von amerikanischen Unternehmen, die da richtig Gas geben. Also, es ist nicht allein das Weiße Haus Amerika. Ja, sicherlich nicht und hoffentlich nicht. Ne? Ja, zum Thema Flexibilität haben wir ja auch schon gehört, dass tatsächlich Flexibilität in den Arbeitsbedingungen ganz, ganz wichtig war, immer wichtiger wird. Und ein Thema, das mich in der Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden auch sehr intensiv beschäftigt, ist die Frage, wie geht eigentlich Führung virtuell? Das ist möglicherweise weniger ein Thema im Handwerk, aber sicherlich ja in den anderen Bereichen. In der Produktion sind Sie wahrscheinlich auch noch sehr stark vor Ort, aber an vielen Stellen ist ja sehr viel virtueller gearbeitet worden, als das vorher der Fall war. Wie bleibt man mit den Menschen im Kontakt? Also da würde ich gerne was zu sagen. Ja, weil zum einen Digitalisierung ist ja erstmal so diese technische Komponente. Ne? Also sind alle Arbeitsplätze mit Laptop und guter Internetverbindung und Telefon ausgestattet, sodass das technisch funktioniert. Aber ich glaube, dass wie arbeiten, da kommen ja auch ganz neue Anforderungen auf Mitarbeitende zu. Und das war tatsächlich bei uns. Technisch hat das sofort geklappt von heute auf morgen und wir sind ja nun ein sehr kleines Team mit 6 Leuten. Ich glaube, größere Unternehmen, die stehen da noch vor viel größeren Herausforderungen. Wie funktioniert Teamführung? Also ich muss ja wesentlich mehr vertrauen. Ich sehe die Menschen vielleicht manche Tage gar nicht, also nicht mehr virtuell. Und ich muss anders kommunizieren, vielleicht auch zum Teil klarer kommunizieren, weil nicht so viele, so trifft man sich vielleicht noch mal auf dem Flur in der Kaffeeküche und tauscht sich noch mal schnell aus und das fällt ja zum Teil dann einfach weg. Wir haben das bei uns ganz pragmatisch gelöst. Wir haben einfach gesagt, wir machen immer morgens um 9.30 Uhr einen kurzen Check-in-Call oder um 8.30 Uhr einen Check-in-Call und um 13 Uhr einfach um diese Gespräche, die man eben so zwischen Tür und Angel führt, so dieser Austausch, wo man jetzt nicht sagt, ich setze dafür ein Meeting an oder ich schreibe eine lange E-Mail, sondern einfach um diesen Austausch
ja, beizubehalten, haben wir das so gelöst und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Also eine Verwaltung ändert ja nicht ihr Tun, sondern sie muss ihr Tun unter anderen Bedingungen schaffen. Ja, also das, was wir tun, bleibt das, also das, was im Ergebnis rauskommen muss, unsere Kernbereiche sind ja die gleichen. So, jetzt arbeitet eine Verwaltung sehr stark mit dem Konzept Legaldefinition, also Gesetz, Vorschrift, Untervorschrift, ja. Sie ist sehr stark, also das Legalitätserfordernis ist sehr hoch. Dadurch ist die Frage sozusagen strikter Linien schon relativ einfach. Ich für mich hatte in dem Moment das Gefühl, ich habe es im Griff, als ich mich an Clausewitz erinnerte und an Stabsstrukturen. Das hat ungefähr anderthalb Tage gedauert. Dann dachte ich mir, ja, genauso machen wir das jetzt. Und als ich für die Fülle der Fragen, die wir engmaschig klären mussten, eine Checkliste hatte. Die hat sich jeden dritten Tag geändert, das war egal. Ja? Also sie gibt das vor. Und dann ging es nur noch darum, Organisation so zu strukturieren, dass unter diesen Bedingungen alles funktionieren kann. Und dann war es relativ einfach. Kommunikation in der Verwaltung läuft sowieso, also Führungskommunikation läuft sowieso relativ stark schriftlich oder digital. Das ist auch notwendig, weil sozusagen es da Absicherungserfordernisse gibt. Ja? Also Dinge müssen schriftlich vorliegen, ja? Sie müssen von mir unterschrieben sein. Aber mit einem iPad-Stift unterschreibt man alles, auch im Oberbürgermeistergrün, ist überhaupt kein Problem. Ja? Und sodass wir an der Kommunikationsform sozusagen wir hatten einen Verlust an mündlicher Absprache, das ist aber gar nicht so schlimm, weil in dem Klarheitserfordernis von Verwaltung ist schriftlich machen in der kritischen Situation, wo Leute auch gerne nachgucken möchten, wie war jetzt die Ansage, ja, eigentlich relativ einfach. Hochflexibel waren die Wirtschaftsförderung, hochflexibel war das Ordnungsamt, und hochflexibel der Kindergartenbereich. Der Kindergartenbereich hat freitags Freitagabend um 10 kam die neue Verordnung, die musste Montag umgesetzt sein. Das ist jetzt schon akrobatisch, zumal wir in Marburg zu jedem Zeitpunkt die höchste Zahl von genutzten Plätzen hatten. Also der Durchschnitt war so 10%, Marburg hatte 30%. Also da musste ganz kurzfristig, ganz flexibel organisiert werden, wie wir all die Vorgaben, die ja immer noch gelten, ja, also Hygieneregeln, aber auch so Betreuungsrelationen und sowas, ja, also wie Vorgaben sehr schnell umgesetzt werden. Und ich musste wirklich sagen, also mir soll nie wieder einer kommen mit der Trägheit von Verwaltung und Inflexibilität von Verwaltung. Ja, alle, die flexibel sein mussten, waren in einem Maße flexibel. Also ich wusste, die Leute sind besser, als in der allgemeinen Öffentlichkeit behauptet wird. Sie sind viel besser, aber sie sind noch viel besser, als ich gedacht habe. Ja, es war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Das ist ja ein tolles Feedback. Ja. Schneider. Ja, ich denke, Agilität, Flexibilität und natürlich ein entsprechendes Produktprogramm ist in der Situation alles. Weil Sie müssen ja deutlich die Dynamik erhöhen. Sie wissen, im Moment weiß keiner, was in 4 Wochen sein wird. Ich hätte vor 4 Wochen auch nicht gedacht, wo wir jetzt sind. Ich dachte, das geht dann so irgendwie weiter, wie es da zu der Zeit war. Und demzufolge haben wir Tools entwickelt, wo wir quasi jede Woche genau sehen, was sich verändert hat. Gleich zu Beginn, sodass wir quasi auf Blick navigieren können und dass wir nicht die Effizienz im herkömmlichen Sinne sehen, dass jeder effizient an seinem Arbeitsplatz ist, sondern es gibt nur eine Effizienz, das ist mit dem Kunden beim nächsten Lead unterwegs sein. Also zu schauen, was ist da möglich irgendwo auf der Welt. Also mindestens 16 Stunden in der Lage sein, zu antworten auf irgendwelche Anfragen und sofort da zu sein. Und da ist man total von der Flexibilität der Mitarbeiter abhängig. Da geht es auch nicht darum, ob jemand 4 Tage nichts zu tun hat. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, sondern es ist die Frage, wer kann da sein und wer kann fliegen und wer kommt mit den 1000 Regeln jetzt in den Ländern klar und den Quarantänevorschriften, all den Dingen. Also Flexibilität der Mitarbeiter und eine gute Produktstrategie ist das ein und alles. Ja. Eine Seite von Flexibilität ist ja auch, wenn die Auftragslage schwierig wird, zu schauen, wie man die Leute bei der Stange hält, wie man ihnen die Angst nimmt. Wie haben Sie das in Ihrer Innungsrolle erlebt? Sie haben ja gesagt, in Ihrer eigenen Firma ging es einigermaßen mit der Auftragslage und das hat sich auch ganz gut wieder entwickelt. Aber insgesamt hat das Handwerk ja schon auch Einbußen gehabt. Wie haben Sie das Vertrauen der Leute stärken können? Wie haben Sie das erlebt?
Gut, das ist für die Innungsmitglieder in erster Linie erstmal eine eigene Aufgabe. Sie müssen bedenken, ich habe es eben schon mal versucht deutlich zu machen, da unterscheiden wir uns in den Handwerken doch schon sehr. Einmal dadurch, dass wir in der im Erbringen unserer Leistung einmal beim Kunden sind, in der Bauleistung, zum Beispiel die Friseure das dann in ihren Räumen machen. Da ist das natürlich sehr unterschiedlich. Also ich sage mal von meinem Kollegen, dem Herrn Limbacher, der hatte natürlich erhebliche Aufgaben oder Aufwendungen, seine Mitarbeiter auch zu motivieren. Er berichtete mir unter anderem auch von einem Problem. Klar hat man von Bundesregierungsseite Kurzarbeit angeboten, sodass im Grunde genommen die erste Sorge erstmal so abgefangen werden kann. Wo man nicht dran gedacht hat, das ist zum Beispiel, Herr Limbacher beschäftigt 20 Auszubildende. Die kamen nun auch alle zu ihm in den Betrieb. Er durfte nichts machen, aber die Auszubildenden konnten nicht in Kurzarbeit gehen. Das heißt, dass die Lohnbelastung, die Auszubildenden mitgebracht haben, auch nochmal eine effektive Belastung zusätzlich zu den Ausfällen, die noch kamen. Ähnlich habe ich es in meinem Betrieb erlebt. Ich habe relativ viel Auszubildende. Alle Ausbildungszentren machen die Zentren zu, aus Hygienegründen, und schicken die in den Betrieb. Dann bin ich ein kleiner Betrieb und jetzt habe ich die alle vor mir sitzen. Dann hatte ich die alle bei mir, sage ich jetzt erstmal alle auseinanderrücken, damit wir die Hygieneregeln einhalten können. Ich bin der Meinung, so ein Ausbildungszentrum, die sind viel besser eingerichtet von den Räumlichkeiten her, aber die haben aus Sicherheitsgründen die Auszubildenden zurückgegeben, was verständlich ist. Aber wir als Kleinunternehmer mussten, oder der dann ausbildet, der muss dann schon sehen, auch wie er zurechtkommt. Also Sie sehen, das ist sehr unterschiedlich von einem Handwerksbetrieb zum anderen. Und da braucht jeder natürlich auch seine entsprechende individuelle Motivation für die Mitarbeiter, um die zu motivieren. Und ich glaube, nicht nur die Mitarbeiter, auch wir als Unternehmen waren im ersten Moment, glaube ich, doch auch etwas aufgeschreckt. Also ich hatte einen Stundungsantrag gestellt bei den Krankenkassen, den ich eigentlich dann nachher nicht brauchte. Aber in dem Moment war ich verunsichert. Ich bekam über unsere Institutionen dann die Mitteilung, ihr könnt diesen Antrag stellen. Ich habe den vorsorglich gestellt und habe dann auch da verschiedene Erfahrungen gemacht. Habe den relativ schnell wieder zurücknehmen können, weil es am Bau halt einfach durchlief und auch für uns die Zahlungen weiterkamen. Insofern wir nicht in Liquiditätsengpässe kamen. Das sind so bestimmte Punkte und die wurden von der Kreishandwerkerschaft versucht auch mit zu begleiten, zu unterstützen. Parallel dazu die Geschäftsstelle auch zu schließen. Sie können also auch dort nicht hingehen, können fragen, wie ist es? Die Geschäftsstelle war geschlossen, auch das muss alles dann online gehen. Insofern war man auch an der Stelle gefordert, das entsprechend umzusetzen und die Kontakte zu den Mitgliedern dann entsprechend auf digitaler Form oder auf telefonischer Form dann entsprechend zu reduzieren. Ja, ich erinnere mich gerade noch an einen Punkt aus dem Film, der sehr prägnant mir im Gedächtnis geblieben ist, nämlich die Frage, wie hat sich eigentlich der Kontakt zu anderen Unternehmen, die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen entwickelt in der Krise? Wo Martin Meyer ja sagte, eigentlich hat er das eher als eine Zeit erlebt, des in sich selbst gekehrt Seins, des eher mit sich selbst Beschäftigens. Wie haben Sie das alle erlebt? Hat man mehr Kontakt aufgenommen mit anderen Unternehmen? Vernetzt man sich stärker? Sie nicken. Herr Ritzenhoff, wie war das bei Ihnen? Also der Kundenkontakt ist irgendwie anders geworden. Ich war in der Vergangenheit gewohnt, ungefähr jede zweite Woche im Flieger zu sitzen. Ich bin dieses Jahr einmal, weil ich im Dezember schon nach Indien geflogen bin, im Januar von Indien zurückgekommen und seitdem habe ich nie wieder einen Flieger bestiegen und auch keinen Zug. Also ich bin extrem wenig gereist und irgendwie machen wir alles virtuell. Wir machen Konferenzen virtuell. Im Nachhinein kann man wohl feststellen, dass diese Tagesflüge nach Paris für ein Meeting von 2 Stunden oder auch mal nach New York für ein Meeting, dass das nicht alles notwendig ist. Also hier und da ist Präsenz wichtig und gut, aber wir haben Review-Meetings mit 6, 7 Leuten auf der einen und auch bei uns auch 3, 4 Leuten auf der anderen Seite mit Paris, also Paris und New York gemacht. Und irgendwie ging es auch. Ja. Also es hat sich da viel verändert und
Das ist jetzt ökologisch auch nicht das Schlimmste, wenn wir etwas weniger durch die Gegend fliegen. Definitiv. Das ist so unangenehm auch nicht und bisher habe ich es tatsächlich nicht gemacht. Und wir hätten zu Beginn, genau jetzt zu dieser Jahreszeit, hatten wir unsere größte Jahresmenge immer in Monte Carlo. Auch die ist heute abgesagt worden offiziell, aber wir hatten uns schon vorher entschieden, dass wir da nicht mitmachen, weil die großen Kunden ausgeblieben sind. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen eine virtuelle Show, präsentieren trotzdem das, was wir immer präsentiert haben, unsere Neuigkeiten und so, und laden die Kunden nacheinander dann eben wirklich zu Online-Shows an, wo wir dann direkt Kontakt haben, unsere Produkte vor die Kamera halten und so eben im Prinzip ähnliche Effekte haben. Also Präsenz ist natürlich schön und ein bisschen geht es einem streckenweise auch auf den Geist, wenn man nur vor dem Bildschirm sitzt oder viel auch vor dem Bildschirm sitzt, aber man sieht, dass vieles möglich ist. Die direkte Reaktion ist ein bisschen limitiert, ne? Das ist ja leider heute Abend auch ein limitierender Faktor. Nichtsdestotrotz haben wir spannende Fragen hier. Ich gebe die Frage nochmal in die Runde. Wie war das mit der Zusammenarbeit, mit der Vernetzung? Was erleben Sie an Veränderungen? Ist die Zusammenarbeit intensiver geworden, auch mit anderen Unternehmen? Ich denke, die Hauptkontaktstelle sind wirklich die Kundenkontakte, wie der Kollege auch sagt. Und da muss ich sagen, das blutet irgendwie aus. Also diese ganze Digitaltechnik ist ganz toll, die kannten wir auch vorher schon. Aber dieses direkte Zusammensitzen, dieses Miteinander denken und kämpfen, auch Themen wieder ausdiskutieren, das fällt einfach weg. So ein Digitalkontakt, der ist irgendwie aufgesetzt. Da kann man ein paar Informationen rübergehen oder man kann das 26. Webinar anhören mit eingeschlafenen Füßen. Das ist nicht mehr die Qualität, die man braucht, um kontinuierlich auf einem hohen Niveau Informationen drüber zu bringen. Ich hatte jetzt erste Kunden wieder da und da gab es auch mal eine Spannung mit dem Kunde und dann passierte beim Abendessen irgendeine Kleinigkeit, die gar nichts mit uns zu tun hatte und es war dann so erleichternd, dass alle ihren Spaß hatten und diskutierten und der nächste Tag, der war gewonnen. Ich kann mir das nie vorstellen, dass ich sowas über digital hinbekomme. Das heißt, die emotionale Seite, die fehlt einfach dabei und ich wünsche mir sehr, dass wir wieder im Flieger sitzen und den Kontakt zum Kunden wirklich leben können. Ich glaube, auch um seine Seite der Medaille zu sehen, ne? Also ja. Auch um ihm zuzuhören und so weiter. Die Dinge funktionieren so nicht gut. Ich glaube, eine Entwicklung tatsächlich, die ich sehr früh im Lockdown wahrgenommen habe und von der ich hoffe, dass sie uns erhalten bleibt, ist ja schon ein sehr viel näheres Zusammenrücken emotional, ne? Also sich gegenseitig stärker unterstützen. Es gab Nachbarschaftshilfe etc. Andreas Steine, Teil Ihres Vortrags war ja drauf zu schauen, was haben Sie eigentlich auch als Zukunftsinstitut Workshop verändern müssen. Und ich habe selbst, ich glaube vor 2 Jahren mal an einer Trendexpedition in Frankfurt teilgenommen, die ja auch von Vernetzung lebt, von vor Ort sein, mitkriegen, wie andere Unternehmen bestimmte Dinge lösen. Wie geht das jetzt digital? Was sind Limitierungen aus Ihrer Sicht? Und was sind Chancen? Also zum einen denken wir tatsächlich gerade über digitale Trendexpeditionen nach. Aber die Katze kann erst aus dem Sack gelassen werden, wenn sie sozusagen präsentabel ist. Und das auch noch im Livestream. Genau. Aber was wir gemacht haben, um auch dieses soziale Miteinander in virtuellem Miteinander zu erreichen, wir haben im Vorfeld von virtuellen Workshops Workshop-Boxen versendet. Wir haben die Menschen also vor dem Workshop erreicht und alle haben dann gemeinsam diese Box aufgemacht. Und da waren Überraschungen drin, da waren Innovationen drin, da waren Dinge drin, die die Leute miteinander ins Gespräch gebracht haben. Und plötzlich war ein soziales Miteinander auch über die Bildschirme da. Also wir versuchen das durch die Verknüpfung mit der Realwelt zu verbinden und dadurch ein höheres emotionales Erlebnis zu schaffen. Weil wir sind nun mal Realmenschen und es macht einen Unterschied, ob wir jetzt hier sitzen und uns sehen und spüren oder ob wir hinter Bildschirmen sitzen würden. Und wir können eine ganze Menge kompensieren, aber ich bin da auch auf Ihrer Seite. Ich glaube, wenn der Impfstoff da ist, es wird einen großen Nachholbedarf geben. Die Menschen werden zu Konferenzen reisen, sie werden den Flieger besteigen, sie werden das dann auch genießen. Und es macht einen Unterschied, ob ich in ein Land fliege und dort rieche, schmecke, fühle oder ob ich es digital sehe. Oder wie heute Abend zumindest mit limitierter Anzahl zumindest mal im selben Raum miteinander sitze. Aber Kreativität hilft schon. Also sich zu überlegen, wie mache ich es trotzdem besonders? Und wenn ich ein virtuelles Meeting mache, dass ich einen tollen Ton habe und vielleicht eine Kamera, die mich dann noch im Stehen filmt und nicht eingeknaut in den Sessel mit einem schlechten Hintergrund. Das
erlebt man halt auch häufig und dann schläft man eben schnell ein. Und es gab ja auch spannende Impulse, beispielsweise wenn man eine Online-Konferenz hat und normalerweise hätte man im Anschluss was gemeinsam gegessen. Mhm. Wenn es denn vor Ort gewesen wäre, dann kann man ja kleine Boxen verschicken mit einer Kochanleitung und mit Inhalten, mit Materialien drin zum Kochen und dann wenigstens parallel zueinander kochen und gemeinsam essen. Da möchte ich was sagen, also im politischen Abstimmungsprozessen war das unglaublich effizienzsteigernd. Mhm. Also es gibt auch Runden, in denen, es gab einen früheren VW-Manager, der hat mal erzählt, dass er aus dem Sitzungsraum die Stühle entfernt hat und aus Sitzungen Stehungen machte, was den Zeitbedarf auf 20% reduziert. Ja, so ein Klassiker bei New Work auch, ne? Und jetzt natürlich gibt es einen Teil der sozialen Interaktion. Wenn der fehlt, ist das sehr schade. Und gerade der Teil, der so informell nebenbei passiert, also wo man nochmal schnell was anderes besprechen kann, das ist wirklich ein Verlust. Auf der anderen Seite aber sind, finde ich, ist sowohl in den Kontakten im Städtetag, Abstimmung im Städtetag, der interessanterweise immer noch Telefonkonferenzen macht und keine Videos schalten. Also da gab es eine ganz hohe Abstimmung, weil wir natürlich immer ein Gegenüber hatten, an das wir zurückmelden mussten. Also das und das und das und das funktioniert so nicht, liebe Landesregierung, und da hätten wir es gerne anders und da hätten wir es gerne anders. Und der Pharma-Standort in Marburg ist systemrelevant. Das sollten wir bitte berücksichtigen. In einer Viruskrise ist der Impfstoffhersteller systemrelevant. Die Kinder müssen einen Kindergartenplatz haben. Ja? Das muss man abstimmen unter den Kommunen. Insofern gab es da eine ganz hohe Abstimmungsintensität, die gab es sonst nicht. Der Wegfall von so informellen Teilen, ja, das war ein Verlust, aber die Effizienzsteigerungen von Sitzungen, die manchmal eine gewisse Behäbigkeit an den Tag legen, also der war bemerkenswert. Ja? Im politischen Raum schwierig, weil natürlich, weil viele Sachen nur Präsenz stattfinden können. Also sie können eine formale Stadtverordnetensitzung oder Ausschusssitzung laut Hessischer Gemeindeordnung nur machen, wenn die Leute tatsächlich im Raum sind. Ja. Das führte dann dazu, dass sozusagen der Vorschlag, okay, bestimmte Sachen, da müssten wir jetzt eigentlich mal länger zusammensitzen als die knappe Zeit in einem Raum. Wir könnten eine Videokonferenz machen, ich formuliere es mal vorsichtig, missverstanden wurde, weil die dann nicht öffentlich ist, ja, und dann nicht so ein Interesse dran bestand, ja, was ich sehr schade fand, weil eigentlich hätten wir mehr konsensorientierte Abstimmungsprozesse an manchen Punkten gebraucht, aber das ist natürlich gut, das sind die zwei Sachen. Was ganz schwer war, ist der Kundenkontakt, weil der Kundenkontakt in der Politik, der findet entweder über die Zeitung statt oder er findet statt, indem man wohin geht und Leuten begegnet. Mhm. Ja? Und das ist natürlich eine echte Herausforderung. Welche Struktur schaffe ich mir eigentlich in einer ganz dynamischen Situation, um sozusagen ein Feedback zu bekommen, was in der Stadt passiert? Also wir haben dann haben wir wirklich ganz viele Videokonferenzen gemacht, insbesondere mit so Multiplikatoren, also mit Multiplikatoren aus der Wirtschaft, die das einsammeln konnten für uns, mit Multiplikatoren im Kulturbereich, mit Multiplikatoren oder Experten im Sozialbereich. Total spannend war Videokonferenz mit den Fachern über die Frage, wie es den Leuten geht, weil die kriegen es erzählt. Ja. Mhm. Das geht Video, ja, das geht auch sehr effizient Video. Insofern, wir haben Mühe gehabt, sozusagen die Kontaktformen tatsächlich umzustellen, weil sie eigentlich, sobald es politisch wird, enorm präsenzorientiert wird. Aber inzwischen machen wir regelmäßig Bürgergespräche in den Stadtteilen hybrid. Also so groß wie der Raum ist, den es im Stadtteil gibt, so viele Leute können körperlich kommen und der Rest über Videokonferenz mit Chatfunktion, ja. Es ist ein bisschen anders als vorher, es ist anders lebendig, ja, aber geht auch. Also ja. Finde ich, ist auch ein spezielles Angebot, weil bei uns führt das dazu, dass die Kunden, die ich erreiche, ich sage mal in Anführungsstrichen, also ich mag den Ausdruck Kunde eigentlich für die Bürger im Umgang mit Politik nicht, aber wenn wir in so einer Runde hier sitzen, dann... Wir sind ja unter uns. Passt mich mal an den Sprachgebrauch, ja. Was man nämlich erreicht ist, dass sie... Wenn Sie Bürgerkontakt suchen in irgendeiner Form von Veranstaltung,
das ist eine selektierte Gruppe, da geht ja nicht jeder hin. Ja? Sondern da gehen mehr Männer hin als Frauen, da gehen Personen hin, die eher älter sind als jünger. Ja? Und da gehen Leute hin, die sich trauen, bei so einer Gelegenheit auch was zu sagen. Also, ja, also jedenfalls nur die sagen was. Wenn Sie das auf online umstellen, dann können Sie aus der Anonymität von zu Hause agieren. Sie haben ein Medium, das auch Jüngere anspricht. Und Sie haben eine Form, in der Leute was beitragen können, die in der öffentlichen Runde nie was sagen würden. Mhm. Ich halte das für einen großen Gewinn. Und ich glaube, dass natürlich die engagierten Akteure sich so schon gemeldet haben, aber dass sozusagen wir eine andere Qualität von Rückkopplung zu Leuten hingekriegt haben an einigen Stellen, die es vorher nicht gab. Mhm. Ja, die gibt es über Facebook, aber sonst gibt es die eigentlich nicht. Ja. Und insofern, also meine Kundenkommunikation, um auf den Jargon des Abends zurückzukommen, ja, hat sich bemerkenswert verändert, ich glaube positiv. Und bemerkenswerte Veränderung ist ein Stichwort noch für dich, Isa. Du hast in deinem Statement ja von Disruption gesprochen. Disruption als sehr umwälzende Veränderung, die vorher auch nicht so ahnbar war, zu erahnen war. Das ist ja quasi eine Definition von Disruption. Was ist aus deiner Sicht die Disruption, die wir noch weiter erleben werden? Wenn du mal so auf dein Business schaust, auf die Gesellschaft schaust, was erwartest du? Ja, tatsächlich eine Disruption in dem, wie wir arbeiten. Also ich glaube, da steht wirklich eine große Veränderung uns bevor, die, wie wir ja auch jetzt schon heute Abend öfter gesagt haben, eben durch Corona einfach nochmal beschleunigt wurde. Also ich glaube, dass vieles war schon vorher da, so, also die Keime waren gesät und durch Corona hat das jetzt wirklich nochmal eine starke Beschleunigung gegeben. Und ja, technisch ist, glaube ich, schon viel möglich, aber jetzt müssen wir diese soziale Komponente auch noch irgendwie schaffen. Und ich glaube, das wird nochmal viel mehr an Veränderungen ausmachen und uns vor neue Herausforderungen stellen. Sehr allenthalben nicken. Möchte noch jemand anschließen, ergänzen zum Thema Disruption? Ich wollte doch noch mal kurz was sagen. Herr Oberbürgermeister, ich finde die Idee, die Bürger als Kunden zu betrachten, gar nicht so schlecht. Und ich finde es deswegen nicht schlecht, weil sie bekommen ihre Aufträge alle 5 Jahre. Und dann haben sie 5 Jahre zumindest so ein bisschen Ruhe. Wenn sie im Unternehmen arbeiten und ein Geschäft haben, dann kann der Kunde sich jeden Tag entscheiden, seine Aufträge woanders hin zu platzieren. Und was wir ja gelegentlich erleben, bei manchen Politikern, Anwesende ausgenommen, ist, dass die Politiker manchmal vergessen, wer ihre Kunden sind und dass sie besser für ihre Kunden was tun sollten, für die Bürger nämlich. Und von daher finde ich den Begriff durchaus positiv und vielleicht nehmen wir das mal in die politische Diskussion auf. Ich habe ehrlich gesagt in der Vergangenheit schon öfter daran gedacht, von Bürgern tatsächlich mal so ein bisschen von Kunden zu reden. Das ist keine schlechte Idee. Ich würde, Herr Dr. Spieß, wenn Sie es mir erlauben, einmal kurz erst noch Herrn Schneider zu Wort kommen lassen. Dann können wir nämlich ganz elegant Ihnen das letzte Wort des Abends lassen. Wir kommen nämlich schon langsam zum Ende der Veranstaltung. Herr Schneider, Sie wollten entgegnen. Ja, ich möchte nochmal abseits dieses Gesprächs auf den Punkt Disruption kommen. Ich glaube, wir müssen sehr viel disruptiver rangehen in Zukunft. Wir haben sehr große Änderungsprozesse vor uns, völlig egal, ob das Klima ist, ob das die Probleme im Automobilsektor sind oder viele andere, die wir sehen. Das ist nicht nur Corona. Und ich denke, da passiert gerade ein riesiger Wandel und wir müssen versuchen, da jetzt nicht so 5-Grad-mäßig der anzufetten, sondern wirklich überlegen, was werden wir in 5 Jahren sehen, was brauchen wir in 5 Jahren, wo wir die Gesellschaft stehen, welche Produkte sind dahingehend zu entwickeln. Und dann ist das nicht so, dass man immer den Kunden nur fragt, was willst du morgen, dann haben morgen alle das Gleiche, sondern was wird der Kunde in 5 Jahren brauchen, das ist unsere Devise, und versuchen dahin zu entwickeln und hoffen, dass in 5 Jahren das Fitting passt. Ich glaube, das ist jetzt angesagt, das ist schier unübersehbar, was momentan an Veränderungen läuft und ich denke, da muss man wirklich genau hinschauen. Und ja immer auch ein bisschen miteinander vereinbaren, was können Kundinnen und Kunden auch antizipieren, was sie vielleicht in 5 Jahren wollen. Und Sie kennen den Klassiker, ne? Wenn man die Leute gefragt hätte im 19. Jahrhundert, dann hätten sie gesagt, um schneller voranzukommen, hätten sie schnellere Pferde gebraucht. Ja. Ne? Dann wäre das Auto vielleicht nie erfunden worden. Durchaus ist es ja hilfreich, dann vorwegzudenken und möglicherweise Sachen zu antizipieren, auf die Kundinnen und Kunden noch gar nicht kommen.
Jetzt kommen wir aber zu Ihrer Entgegnung, Herr Dr. Spies, und gerne auch in Ihrer Rolle als Oberbürgermeister zum Schlusswort des heutigen Abends. Sie haben Recht und Sie haben Unrecht, Herr Ritznow. Wenn Sie von der Sicht ausgehen, dass der Bürger kein Unterworfener der Verwaltung ist, sondern mit einem Servicegedanken ihm begegnet, den Bürgerinnen und Bürgern begegnet werden muss, wie Wirtschaft das im Umgang mit Kunden tun muss, weil sonst sind die Kunden weg. Sie können zu keinem anderen Standesamt gehen. Also wenn Sie heiraten wollen, schon, aber wenn Sie ein Kind gekriegt haben, dann ist das das Standesamt in Marburg. Das können Sie sich nicht aussuchen. Und wenn Sie sagen, an der Stelle möge die Verwaltung den Bürger als Kunden begreifen, im Unterschied zu Zeiten, in denen sie sich als Herrschaftsebene begriff, ja, bin ich 100% bei Ihnen. Aber ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, ich mag das Wort nicht, weil mir das nicht reicht, sondern weil ich glaube, dass wir da ein Stück weitergehen müssen und dass wir das öffentliche Hand ein partnerschaftliches Verhältnis zum Bürger hat, dass Politik nicht gegenüber der Zivilgesellschaft steht, sondern dass Politik nur ein Arm, und zwar nur einer der Arme der Zivilgesellschaft ist. Und dann ist der Begriff Kunde in einem so eng verschränkten System, der ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Und wenn ich zu der Ebene komme, an der wir eine Fürsorgeverpflichtung haben, also uns um Menschen kümmern müssen, ja, und ihnen gar nicht zumuten können, also es gibt Grenzen der Verantwortung für sich selbst, die man Menschen zumuten kann, weil wenn man ihnen 16 Seiten Antrag vor die Füße wirft, den sie nicht verstehen, dann gibt es, ist das nichts mehr mit der, also ja, dann, da gibt es eine Fürsorgepflicht. Und deshalb greift mir der Begriff zu kurz, daran störe ich mich. In dem Sinne, wie Sie ihn gebraucht haben, ja, bin ich 100% bei Ihnen. Ich würde auch keine 16-seitige Beschreibung akzeptieren. Da würden Sie sagen, wir gehen zu dem, der in einer Seite das Thema beschrieben hat. Ich stimme Ihnen zu in der Interpretation, die Sie gebracht haben, aber ich glaube, man muss da noch ein ganzes Stück weitergehen. Ich soll jetzt ein Schlusswort halten. Bevor Sie das Schlusswort halten, sage ich nochmal einen ganz herzlichen Dank an alle hier in der Runde für die sehr spannende Diskussion. Wir könnten sicherlich noch eine weitere Stunde oder zwei damit füllen, sehr facettenreich das Thema. Und noch die Erinnerung, bevor Sie dann wirklich das Schlusswort halten dürfen, Herr Dr. Spies. Wenn es Ihnen gut gefallen hat, lassen Sie uns das wissen. Wenn es etwas gibt, was Sie noch besser gefunden hätten, dann lassen Sie uns das auch wissen. In Ihren Mappen finden Sie den Feedbackbogen. Draußen auf dem Weg zum Ausgang finden Sie die kleine Box, wo Sie das einwerfen können. Wir freuen uns sehr über das Feedback. Herzlichen Dank nochmal an die Runde und Ihre Bühne. Ja, vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute mit uns diskutiert haben. Vielen Dank für Ihren außerordentlich spannenden Vortrag. Vielen Dank, dass Sie hier im Raum waren. Und vielen Dank an alle, die zu Hause vor einem Bildschirm gesessen haben und die ganze Zeit dabei geblieben sind. Das Wuppertal-Institut hat schon 3-4 Monate her ein Konzept, eine Ideenskizze publiziert zur Post-Corona-Stadt, zu einem neuen Anspruch an Nachhaltigkeitsorientierung in der Entwicklung an mehr Nähe und mehr lokalen Bezug und einen stärkeren Fokus auf nachhaltiges Sich-Entwickeln. Und das betrifft die Wirtschaft, glaube ich, ganz besonders. Das gilt, das haben wir in den letzten Monaten gemerkt, dass Menschen eine ganz andere Orientierung auf das Lokale bekommen, auf das Örtliche bekommen, den müssen wir uns bewahren, den wollen wir uns bewahren. Und wir müssen die Gelegenheit nutzen, um nicht nur in der Post-Corona-Wirtschaft, sondern auch im Post-Corona-Gemeinwesen zu gucken, was sind die Dinge, die uns besonders aufgefallen sind, an denen wir dringend was tun müssen, weil sie erst jetzt so scharf hervortraten. Und was sind die Dinge, mit denen wir disruptiv ganz plötzlich dazugewonnen haben und mit denen wir für die Zukunft wirklich was anfangen können. Da sind wir noch lange nicht am Ende. Aber das Ziel in der Frage der Entwicklung der Stadt und der Entwicklung der Wirtschaft in der Stadt als ein wesentlicher Teil der Stadtentwicklung, neben vielen anderen, uns einen klaren Fokus auf nachhaltige regionale Entwicklung zu setzen, über den eigenen Teller hinaus zu gucken, aber genauso zu gucken, wie kriegen wir den eigenen Teller ordentlich aufgeräumt am Ende. Das ist für mich die Lehre daraus. Und wenn Sie alle dabei mitmachen und diese Lehren mittragen, dann kommen wir am Ende besser aus der Krise, als wir reingegangen sind. Und das wäre doch wirklich mal ein Erfolg. Schön, dass Sie hier waren. Ihnen allen noch einen schönen Abend.